Einen wunderschönen guten Abend, Ladies and Gentlemen. Hallihallo! Schön, dass ihr da seid. Moin Happy, moin Jan und Cheddar und Unon, hey. Hey Cookie, Mr. Muslix, Linus, hi. Schön, dass ihr alle da seid. Methusalem. A noise great. Bubblegum Brain. Danke auch an alle, die jetzt gerade schon in der Wartezeit sozusagen gesubbt haben. Ich hatte da gerade schon mal drauf geguckt und es waren doch sehr viele. Vielen lieben Dank dafür. Und gerade kommen sie auch schon wieder durch. BK, Immel, Droggelbecher, In Mysterion, Wovama, Alucard, Helse, Niki. Dankeschön an alle, die gerade vielleicht ihre Subs verlängern. Oder neu dazukommen, wie Cloud on Cloud 9. Cloud9 sagt mir, Cloud9 ist so ein E-Sports-Team, ne? Liebe Grüße auch an den YouTube-Chat, der jetzt nicht auf der Seite eingeblendet ist. Ich stream gerade mal auf Pete's Meet Live. Da kann ich das dann ja wunderschön einfach online lassen. Das heißt, falls ihr das auf Twitch verpassen solltet, ist es relativ zügig bei YouTube Live einfach zum Nachgucken online. Haas hat Teamchef entlassen, Markus. Ich glaube, du meinst, ja, Haas. Ich habe den Joke verstanden. Ja. Wintersteiner ist weg. Finde ich nicht so schlimm. Ne? Bei der ersten Staffel Drive to Survive fand ich ihn noch kultig und lustig. Bei der zweiten hat sich relativ gut rausgestellt. Da ist er vielleicht nicht der Beste. Also er wurde zumindest nicht so dargestellt, als hätte er jetzt mega viel Verständnis oder als wenn da so ein bisschen Empathie fehlt. Aber wollen wir nicht darüber reden? Wollen wir vielleicht über Lies of Pi reden? Denn das möchte ich heute zum ersten Mal mit euch spielen. Dankeschön auch für sich, Nikolarius, Froggy, absolut Teufel. Nicht. Lies of Kuchen, genau. Die Lügen des Peters. Danke übrigens auch an Bobby und Cookie, die auch im YouTube-Chat aktiv sind. Oh, Alter, das ballert hier aber durch. Chris, Dankeschön, Retox, Baxter, Lego Inventor, Guardian Corps, Froggy, Nikolarius, gerade richtig viele Leute. Jetzt hier 2024 mal ihren Sub verlängern. Ganz herzlichen Dank. Sehr geiles Game, leider etwas underrated. Ja, das habe ich mitbekommen. Das wurde ja, also, sagen wir mal so, das haben viele von euch geschrieben, als ich gefragt habe, was ist euer Game of the Year? Und ich habe es noch gar nicht gespielt. Jetzt habe ich mich natürlich vorher umgehört. Später Spiel mit Controller Vibration Trust. Ja, also mein Controller hat standardmäßig, oh, jetzt habe ich aus Versehen auf neues Spiel gedrückt. Ich wollte eigentlich auf Einstellungen gehen. Unten rechts steht wirklich am Lügen? Wir sind jetzt 100% am Lügen. Lügen soll, darf man nicht sagen. Okay, dann gehen wir jetzt einfach rein. Can you hear me? Ja. Ich wollte eigentlich sagen, ich habe Angst davor, weil Sekiro mochte ich nicht, weil man da so viel parieren muss. Und dann wurde mir gesagt, in diesem Spiel wird nicht gerollt. Da wird nur pariert. Und ich mir denke... Schwierig, mein Freund. Bin ich so der Pariertyp? Ihr wollt's lauter, ihr kriegt's lauter. Aber ich bin der Meinung, probieren kann man's ja. Okay. Spiel übrigens mit DLSS an. Ein Vorteilsgegenstand wurde dir geliefert. Moment, ich muss erstmal hier kurz mein HUD checken. Namen dann alle. Man kann Parry oder Dodge gehen. Dodgen funktioniert aber auch. Aha, war mir zu schwer, das Spiel. Ja, okay. Du kannst rollen, easy. Also, wir sind Geppettos Puppe, also wir sind Pinocchio, deswegen auch wahrscheinlich die Lügen des P. Vielleicht steht P für Pinocchio, vielleicht auch für was anderes. Wir haben einen Stahlarm, das ist der linke Arm, nimm meine starke Hand. Ich sehe unten links schon LT dafür. Ja, damit schlagen wir zu. R1 passiert nichts, R2 passiert nichts, L2... Wenn wir es kurz L2 machen, schlagen wir. Wenn wir lange gedrückt halten, machen wir einen aufgeladenen Schlag. L1 ist wiederum nix. Nach oben ist nix. Nach unten ist eine andere Waffe. Nee. Also man kann hier zwischen Waffen switchen. Aber ich check's noch nicht. Okay, na gut. Das wird mir ja wahrscheinlich dann auch im Tutorial erklärt. There you are. I've been looking all over for you. Warum bin ich so langsam? Das Parieren ist schon ein cooles Feature, wenn dann die Waffen der Gegner davon kaputt gehen. Okay, good to know.
Interagieren. Warum soll ich interagieren mit der Lampe? Dein linker Arm ist schon fast ganz aufgebraucht. Oh. Ups. Hab ich den? Ja, und dann I see they got Jiminy too. But we have to hurry. Okay, Sophia redet mit uns. Please come to Hotel Krat and I'll explain what's happening. Ey, Qualle mit Koralle. Jiminy, please escort him to the hotel. Woher kenne ich denn Jiminy? Jiminy Cockroach, sagt, habe ich gerade irgendwie im Kopf. Ich hoffe, das ist jetzt. Ich weiß nicht, wo ich das her habe. Ey. Gürtel benutzen. Okay, oberen Gürtel, unteren Gürtel. Jiminy Cricket, nicht Jiminy Cockroach. Ups. Aus Pinocchio kennt man Jiminy Cricket. Ja, der mit seinem kleinen Anzug da, ne? Ja, okay. Wähle oberen Gürtel aus oder unteren Gürtel auswählen und dann das Gürtel-Item benutzen. Ah. Für Zusatztaschen A gedrückt halten und A plus eine der Dinger für was anderes drücken. Okay, so kann man Gesten ausdrücken. Okay. Der Grillenführer wird bei mir sein. Jetzt kann ich unten auswählen. Jetzt kann ich X drücken. Ne, kann ich nicht. Ja, überlastend. Der packt sich so ein bisschen am Arsch. Oh, irgendwas juckt da. Ja. Habe ich mir eigentlich richtig den Arsch abgeputzt? Ist noch was dran an den Finger. Okay, jetzt weiß ich nicht so ganz. Moment, A gedrückt halten. Was bist du? Ah ja, letzte Zuflucht. Okay, das kenne ich ja. Das kenne ich von Dark Souls. Kann ich auf mein Inventar zugreifen? Ah ja, perfekt. Ich habe Vorteilsgegenstände allen. Warum habe ich denn das ist bestimmt hier wieder irgendein Vorbestellerbonus oder sowas, ne? Und noch mehr. Okay, Waffen und Legionswaffen haben wir natürlich noch nicht. Außer unseren linken Stahlarm. Teile für die linke Hand, die mit exquisiten Details gefertigt wurden. Okay. Amulette haben wir logischerweise auch noch nicht. Werkstattgewerkschaft. Kartuschenprototyp. Zertifizierte Fütterung. Okay, das sind Verteidigungsteile, die wir schon in unserer Puppe integriert haben. Dann haben wir die benutzbaren Gegenstände. Das ist einmal der Schleifer. Ach, repariert Waffenhaltbarkeit. Oh. Die Waffenhaltbarkeit sinkt jedes Mal, wenn du Feinde mit deiner Waffe angreifst. Benutze einen Schleifer, um deine Waffe zu reparieren. Okay, ergibt Sinn. Und Monatslampe. Erhöht bei Gebrauch Helligkeit. Eine kleine Lampe mit der Grillen. Okay. Und die Pulszelle stellt RP wieder her. Okay, das ist... Okay, verstehe ich. So, wie komme ich denn jetzt beim unteren Gürtel? Ah, aber jetzt muss ich mal kurz am Arsch kratzen. Ah, ja, okay. Meine Waffenhaltbarkeit kann gerade nicht hergestellt werden. Okay, habe ich verstanden. Spielst du es durch oder nur an im Stream? Naja, das kann ich doch jetzt noch nicht entscheiden. Wir müssen doch erstmal gucken. Dankeschön übrigens für den Support. Der Hype Train ist abgeschlossen. Dankeschön für die ganzen Subs. Okay, how hard can this be? Let's get you out of there. Find something that might help. Okay, da ich so langsam bin, finde ich scheiße. Das ist ein Blind Playthrough. Das ist absolut korrekt. But the streets are not safe. Arm yourself with one of the weapons over there. It'll be helpful on your way to the hotel. Oh. Oh, wir können den Pfad der Grille nehmen hier. Jiminy Cockroach. Pfad des Bastards. Oder Pfad des Sweepers. Wir haben Ausgewogenheit, Geschicklichkeit oder Stärke. So, das müssen wir. Ein ausgewogener Kampfstil mit Kraft und Geschwindigkeit. 9 Vitalität, maximale Ladung. Ja, das Problem ist, ich weiß ja noch gar nicht, was das bedeutet. Technik und Fortschritt, gar keinen Plan, was das alles bedeutet. Aber das sind wie so vorausgewählte, wie bei Elden Ring sozusagen. Dann haben wir ein schneller und wendiger Kampfstil, der auf Schwachstellen des Gegners abzieht. Das klingt schon mal cool. Ich mag schnell und wendig. So schön um die Gegner herumtanzen. Und außerdem ist das natürlich Bastard. Oder ein harter Kampfstil, der Feinde mit großer Körperkraft niederstreckt.
Ja, wir gehen mal mit dem Bastard, ne? Okay, ist unsere Waffe zweigeteilt? Oh ja, das ist ein Rapier mit einem Griff eines Winterrapiers. Das ist eine Winterrapierklinge mit dem Griff eines Winterrapiers. Es ist ein zweigeteiltes Ding. Und ich kann es einfach zerstören. Das machen wir jetzt mal nicht, ne? Okay, wenig überraschend, beim Rapier sticht man zu. Okay, man sticht ausschließlich zu. Okay, rollen. Rollen geht auch easy. Ja, viele Waffen lassen sich frei zusammenstellen aus Griff und Klinge. Okay, good to know. Ich bin gespannt, wie Peter das Spiel findet, schreibt John auf YouTube. Ich auch. Also es hat auf jeden Fall schon die Fröhlichkeit der Souls-Spiele ungefähr. So vom Feel-Good-Faktor sind wir da ähnlich unterwegs. Okay, wir können auch mit dem rechten Ding fixieren. Okay, sind das hier alles Maschinen? Und droppt ihr Sachen? Peter, sei dir gesagt, dass Parieren nicht nur ein Feature ist. Ja, ich hörte davon. Wobei der Chat auch schon gesagt hat, du kannst auch easy mit Dodgen arbeiten. Ist die Bitrate auf Twitch oder YouTube besser auf YouTube, ehrlicherweise? Grad. Ich habe sehr gezahnt bekommen. Was ist das? Wir wissen, was das ist. Pulszelle, Schleifer, das weiß ich jetzt mit. Wurfobjekt. Das ist ein Wurfobjekt. Ein Zahnrad, das in Grad häufig zu sehen ist. Es kann geworfen werden, um die Aufmerksamkeit des Feindes auf sich zu ziehen. Selbst wertlose Gegenstände können nützlich werden, wenn man sie sammelt. Im Kampf in der gelähmten Stadt würde alles nützlich. Oh, dankeschön, Thomas Anjan. Thomas Anjuk. 5 Stufe 1 Subs. Dankeschön. Okay, davon kann man 30 mitnehmen. Die Frage ist, kann ich dich irgendwie in den Gürtel packen? Na klar kann ich das. Peter Huni, wenn du heute durchzockst. Dankeschön dafür. Für dieses nette Angebot. Aber ich bin dagegen. Okay, lass mich raten. Das ist jetzt das Ding, was mich heilt, oder? The Grand Exhibition. In Grad. Hier mit Grad wirklich? Wahrscheinlich nicht, wa? Okay, mit... die maximal, wenn du maximal erreicht hast, wird die Zelle entladen. Wenn du Feinde angreifst, während die Zelle entladen ist, wird die Pulszelle allmählich aufgeladen. Wir haben uns für Enhanced Broadcasting Beta bei Twitch selbstverständlich angemeldet. Oh, ich habe sogar 3. Das fühlt sich an wie Souls. Habt ihr das gesehen? Was ist der Farbe-Katalysator? Ich muss alles nachgucken. Ein Katalysator, der die Fähigkeit von Puppen ergänzt, lädt Fabel schnell auf. Der Katalysator machte die Puppen effizienter, indem er die Ergo-Energie in ihren Körper zirkulieren ließ. Was heißt denn, lädt Fabel schnell auf? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Fabel. Nein, das wollte ich nicht. Nein, das war dumm. Fabel. Könnte Fabel bedeuten. Aber die Pulszelle. Aber die Pulszelle hat nichts. Ist Weapon Art Energie. Ist wie Mana. Okay, alles klar, Chat. Ach, ich sehe oben links auch schon die blauen Dinger. Ja, ich habe jetzt, also ich streame jetzt gerade auf dem Live-Kanal, obwohl der natürlich weniger Reichweite hat als der Hauptkanal, weil ich das mal testen will und natürlich, weil dann das Video auch schon direkt auf dem richtigen Kanal ist. Kann ich denn springen? Wirkt nicht so, als könnte ich springen, ne? Das ist ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Und... Oh, scheiße. Oh Gott, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Okay, ich muss auf jeden Fall lernen zu backstabben. B und linker Stick. Ah.
Gibt es einen Sprungattacke? Nee, gibt's nicht. Okay. Springen ist wie bei Dark Souls, nicht wie bei Elden Ring. Ja, okay, habe ich verstanden. Okay, hier geht's nicht rum. Irgendwas höre ich da auch. Was höre ich denn da? Da hinten ist irgendwas Großes. Aber der schlägt da irgendwie in die Ecke. Ja, hier kann ich es besser sehen. Ja, das gefällt mir nicht. Ich habe gar nicht mehr so viel Leben. Aber wir brauchen noch nicht die Zelle, ne? Gehen wir mal geradeaus weiter, würde ich mal sagen. Okay, hier geht nicht. Okay, ist das hier auch so ein Spiel, wo ich hinter jedem fucking Ecke könnte der Gegner sein? Okay, LB blocken. Wäre gegnerische Angriffe durch Blocken ab, ein erfolgreiches Blocken reduziert den erlittenen Schaden, kostet aber Ausdauer. Die reduzierte Schaden wird in Blockregeneration übertragen. Blockregeneration sammelt sich an, nimmt aber mit der Zeit allmählich ab. Während Blockregeneration aktiv ist, kannst du Gegner angreifen, um bei EP wieder zu erlangen. Wenn ein Block gelingt, also Bloodborne-mäßig, wenn ein Block gelingt, kurz bevor du getroffen wirst, löst sich ein perfekter Block aus. Wenn ein perfekter Block erfolgreich ist, erhältst du keinen Schaden, nur Ausdauer wird verbraucht. Du kannst den perfekten Block verwenden, um die Waffe deines Feindes zu zerstören oder ihn in den Überwältigbarkeitsstatus zu versetzen. Naja, das werden wir jetzt mal ausprobieren, ne? Mit dir da oben. Ah! Kann ich Fernsachen blocken? Aua. Okay, wir haben hier ein Problem. Vielleicht sollte ich was nehmen. Okay, das war nicht gut. War das zweite jetzt? Das zweite hat so ein komisches rotes Ding gemacht. Ja, man kann Projektile blocken. Aber kann ich sie parieren? Jetzt muss ich mir aber beeilen. Gib mir mein Leben zurück! Ah, du kannst mir gar nicht so viel Leben zurückgeben, wie du mir genommen hast. Ja, war Parry. Zweites war perfektes Blocken. Okay, rote Funken sagen perfektes Blocken. Perfekt. Erst einmal hochgehen oder ich kann hier unten hingehen. Hier unten ist aber der große Dude, ne? Ah, ne, hier unten ist nicht der große Dude. Ah! Echt, was ist das? Ich wusste, dass sie mich bekommen, die kleinen miesen Schweine. Termit. Termit klingt so, als könnte ich das auch werfen. Eine Termitbombe, die geworfen werden kann, verursacht Feuerschaden im Einschlagbereich. Nach dem Puppenwahn begannen die Menschen in ihrer Verzweiflung Widerstandswaffen herzustellen. Es wurden viele... Nach dem Puppenwahn! Es würde bei dem perfekten Parry auch eigentlich auch vibrieren vorausgesetzt, was ist eingestellt. Das gucken wir sofort nochmal. Puppenwahn. Das heißt, die Puppen haben die Menschheit bedroht, oder was? Der Puppenwahn. Klingt ein bisschen bekloppt. Controller. Na, Controller-Vibration ist schon an. Habe ich nicht gecheckt. Spiel ist eine absolute Empfehlung, vor allem die ganzen Mechaniken und die Story Quest. Klingt, als würde das Spiel nicht pausiert werden im Menü. Bin ich jetzt auch mal von ausgegangen. Wie viel? Ich stelle weniger Health her, als ich übrig habe, ne? Ah, jetzt habe ich schon nur noch ein so ein Ding. Das ist irgendwie nicht so gut. Ist das ein Bait? Oder wird mir jetzt der Backstab erklärt? Naja, ah, ja, den habe ich natürlich schon längst gemacht. Ja, das Holzprofi. Puppenwahn ist aber witzig. Heißt, ich könnte jetzt runterspringen auf den drauf, theoretisch. Was macht er denn da? Hm. Er schlägt einfach auf so Matsche. Okay, ich versuche, dich perfekt zu parryen. Das war schon richtig beschissen. Gib mir mal ein bisschen Leben weg, bitte. Okay, das war auch schon wieder richtig beschissen. Ja, das hat ja mit Ansage überhaupt nicht funktioniert. Könnte ich hier einfach runterspringen? Wenn es springen geht. Notiz eines Passagiers. Wenn jemand diese Notiz findet, verlassen Sie den Bahnhof und laufen Sie weg. Halte dich auf jeden Fall vom Warteraum fern. Ich sah, wie dort eine riesige Gruppe Menschen zu Tode schlug. Ja, haut immer noch drauf, ne? Ist noch hart am Start. Er hatte das Spiel damals getestet. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt hier was ausprobieren. Na, ich glaube, das geht nicht. Okay,
Okay, sprinten, ja. Ja. Also der Backstab ist schon stark. Okay. Scheiße. Ja. Ja, alles ganz schön unzufrieden gewesen. Trübes Ergo-Fragment. Ein Kabelkatalysator. Tasche. Ergo sind die Seelen, hä? Naja, den Kabelkatalysator kennen wir ja. Okay. Danke, OG Fabs. OG Fabs. Dann sammeln wir hier nochmal ein paar Seelen, wa? Ja, ich muss jetzt meinen letzten Scheiß benutzen, ey. Greife Feinde mit einer Waffe an, um deine Pulszelle aufzuladen. Mate, die kann man aufladen durch Angreifen? Fabel, nicht Kabel. Ups, ja, habe ich falsch gelesen. Über ein Grat gibt es Türen und Leitern, die durch Vorrichtungen verschlossen sind. Du kannst diese Türen ausschließen oder die Leitern hinuntergehen, um Abkürzung zu schaffen. Aber nur maximal eins, wenn die leer sind. Nice Stein. War das hier vorne eigentlich dann wirklich, also schon so eine Art Feuer? Nee. Was habe ich jetzt eigentlich bekommen, dadurch. Also ich habe einfach so eine Rundreise gemacht. Wo sterben wir? Okay, ich mache jetzt hier aber trotzdem mal, ne? Den großen, bösen Buben, den machen wir dann aber schon nochmal platt, ne? Kann ich den backstabben? Oh, du hast mich mitbekommen, ne? Das ist jetzt ärgerlich. Was ist das? Okay, du hast ganz schön viel Leben. Was passiert? Ah! Ich renne um dich rum. Ach, frech. Ich hab Angst. Wir machen ja keinen Quatsch. Renn um mich rum. Ich kann dich nicht backstabben! Es ist frech. Aber ich habe Invincible Frames. Nice. Was war das? Das hätte ich nutzen müssen. Für Sturmangriff halten. Während du angreifst, erscheint ein weißer Umriss um den LP-Balken des Feindes. Wenn dies geschieht, kannst du beim Feind mit einem Sturmangriff oder Fabelkünsten überwältigen. Jetzt ist es frech! Ich hab... Tödlicher Angriff. Vor einem überwältigten Feind RB. Okay, der Finisher. Oh, und jetzt haben wir den Schlüssel bekommen. Den braucht man wahrscheinlich. Nabend, Creed Raider. Ja, First Try Easy Snake, wie so. Was sollte da ein schwerer Gegner sein? Und ich habe jetzt hier auch wieder so eine Zelle direkt nach Snacken, ne? Damit wir die wieder neu aufladen können. Voll gut, dann kann man ja unendlich lange spielen, wenn man die immer wieder aufladen kann. Ist ja insane. Was habe ich gerade noch aufgesammelt? Material nicht. Irgendwas habe ich noch. Irgend so einen Rahmen habe ich aufgesammelt. Da oben. Einfacher Rahmen. Oder leichter Rahmen. Dadurch habe ich eine höhere Schadensreduzierungsrate. Auswählen. Ich möchte gerne wechseln. Stärke, höheres Gewicht, aber auch höhere Schadensreduzierungsrate. Klingt gut. Habe ich gegönnt. Vielleicht stand da gerade Kostüm? Ah ja, stimmt. Ich habe ja Sachen gekriegt. Aber klar habe ich davon... Oh, sieht cooler aus. Hä? Sag mal! Das Spiel nimmt sich ja gar nicht ernst. Nicht so wie Dark Souls, wo ich mit einer Kiste am Kopf rumlaufen kann. Okay, ich bin der Mund. Ich bin einfach der Hund mit der roten Nase. Ah, sieht man nicht. Oder der Brille? Ah, sieht man auch nicht. Ah, schade. Okay, was habe ich noch in der Tasche? Naja, die Waffe, klar. Den linken Stahlarm. Was ist noch für Stein hier? Ich sag nur Kürbiskopf, ja genau. Wauwau, ich bin ein Wauwau. Naja, hier sind die Sachen ja auch nochmal so. Gesten gibt es auch noch. Sitzen und Boden prüfen. Naja, ich mach schon am liebsten die Geste mir am Arschloch kratzen.
Hier haben wir den Schlüssel. Die Bahnhofspuppe erfüllte die ihr aufgelegte Mission. Ihre letzte Mission endete in blutiger Gewalt. Aha! Das heißt, von unserer Puppe die letzte Mission, die ging voll in Arsch. Es gab ja tatsächlich noch eine zweite Seite. Hat vorhin jemand in den Chat geschrieben, Entschuldigung. Hast du das etwa noch nicht gespielt, Peter? Nee, gar nichts. Habe ich noch nicht gespielt. Ich habe so viele Spiele gespielt. Ich habe die Tür verriegelt, aber ich weiß nicht, ob das helfen wird. Zumindest sollte die Leute... Ja, okay. Also ich habe jetzt tatsächlich Cyberpunk nochmal durchgespielt, nachdem ich Phantom Liberty durchgespielt habe. Ich habe jetzt alle Gigs gemacht, wirklich alles, dieses Spiel komplett durch. Ich habe mir mehrere Enden angeguckt. Ich kannte bisher vorher nur eins, also habe auch mehrere Enden gespielt. Das hat sehr viel Zeit gekostet. Dann habe ich endlich Baldur's Gate 3 durchgespielt. Da war ich... Hat jetzt nur ein paar Abende gekostet. Da war ich schon relativ am Ende, muss ich sagen. Und jetzt war ich ready für was Neues. Ich habe übrigens gestern einen LKW gesehen von einer Spedition. Peter Smith musste schon schmunzeln. Ey, ich krieg so viele... Okay, das sieht cool aus. Ich krieg so viele Bilder davon immer auf Insta geschickt, von dieser Spedition. Respekt dafür, wenn du dich bis jetzt noch kein bisschen spoilern hast. Naja, hat das denn so eine krasse Story, dass man das spoilert werden kann, wirklich? Wie fandest du Akt 3 in BG3? Besser als viele, glaube ich. Dann spielst du jetzt endlich das beste Spiel des Jahres 2023, ja. Für viele, ne? Für viele. Eins war ja Baldur's Gate 3. Stargazer reparieren, das ist das Feuer. Ja. EP und Ausdauer wiederherstellen, Pulszellen aufladen. Hier werde ich wiederbelebt, wenn ich sterbe. Feinde werden auch wieder belebt. Ja, die Mechanik habe ich schon mal irgendwo gehört. This kann ich hier auch aufleveln? Is called a Stargazer. A marvelous device the Stalkers used in the past. Stalkers? Urban threshold exceeds danger estimates. Please reduce positive numbers or reset danger parameters. As we are, we are not strong enough to beat the puppets. Hallo? But if I lend my power to this Stargazer for a moment. Gather ergo, clever one. This Stargazer will make you stronger. Okay, ich kann ja auch leveln. But the Stargazer's strength doesn't last forever. Hey, Zelus. So be careful with it. Hurry up and come to Hotel Croc. Wait. Die Kraft des Stargazers hält nicht ewig? Geht das Ding kaputt? Ich war 3 Minuten weg, wo hast du den Kopf her? Ja, der war bereits in meinem Inventar. Ich denke, Vorbestelle-Item oder sowas. Weil wir haben ja eine Version bekommen. Okay, also. Jetzt können wir uns mal angucken, was hier überhaupt die einzelnen Sachen bringen. Ne, die gehen nicht kaputt. Okay. Ich sage es halt nur, bis du in Grad bist. Okay. So, bei Soul-Spielen kann ich mir jetzt hier anzeigen lassen, was macht Vitalität. Ich meine, ich kann es mir denken, aber ich kann mir das jetzt hier nicht anzeigen lassen, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, ich kann die Vitalität erhöhen, um mein Leben zu erhöhen. Und die Blockregeneration. Und die Verteidigung. Ne? Ja, das ist gut. Dann kann ich die Stärke erhöhen und erhöhe damit nicht meinen Angriff. Also erhöhe ich damit nicht meinen Angriff. Maximalen Ladung kann ich erhöhen. Da habe ich noch nicht mal gelernt, was das geht. Mit Entschlossenheit erhöhe ich meinen Angriff. Und Technik auch. Okay, also ich kenne ja aus Souls-Teilen diese Skalierungssache. Das scheint hier ein bisschen anders zu funktionieren. Was mich ehrlicherweise ein bisschen verwundert, ist, dass ich mit Technik meinen Angriff so viel mehr erhöhe, als durch Entschlossenheit. In der Mitte siehst du, mit was deine Waffe skaliert. Okay, das gibt es hier auch. Entschlossenheit ist Stärke und Technik ist quasi Geschicklichkeit. Okay, ich muss gucken, was meine Waffe skaliert. Okay, wir haben die Waffe, die skaliert B mit Technik. Deswegen mache ich dann logischerweise auch mehr Schaden. Ich kann das anhand der Symbole erkennen. Wow, das muss man checken. Oder wird das noch in einem Tutorial erklärt? Fortschritt, tja, sieht so Mana-mäßig aus, ne? Störung, Schock und Brechen wird dadurch irgendwie der Widerstand erhöht. Und keine unserer Waffen skaliert damit in irgendeiner Weise.
Wie in Dark Souls und Endring auch. Ja, stimmt, da wird es eigentlich auch nicht erklärt. Was? Auch wieder recht. Also, erhöhen wir. Also, ein bisschen Leben ist jetzt schon nicht ganz unwichtig, glaube ich. Brauchen wir allgemein schon. Ausdauer liebe ich auch viel zu haben. Aber ich habe nicht. Ich brauche. Ich, okay, warte mal. Dann damit das hier, ne? Beide 12, ist klar. Jetzt haben wir noch 720 verbleibendes Ergo. Ergo brauchen wir noch ein bisschen mehr. Brauchen wir noch 68, um nochmal aufsteigen zu können. Drui. So. So, ich bin stärker geworden. Die Feinde können mir jetzt noch weniger anhaben. Ich hab's ja so schon umgeklatscht, wie sonst was. Ich will jetzt hier kurz 68 sammeln, dann gehe ich wieder an dieses Lager, damit ich noch ein Level steigen kann. Wo sind die... Ah! Warte mal, was ist das für ein Ausweichmove, den ich da gemacht habe? Das ist so ein Backstep gewesen. I love it. Mein Freund, ich habe perfekt pariert. Warte mal, da muss ich aber nochmal gucken. Okay, wenn ich einmal kurz R2 drücke, mache ich so einen Schlag und dann zurück. Das ist geil. Und wenn ich gedrückt halte, mache ich so eine Art Sturmangriff mit Doppelschlag. Okay, das finde ich cool. Jetzt haben wir 796. Jetzt können wir wieder leveln. Alter, habe ich mich erschrocken. Sorry, Loch Nessie. Sorry, dass ich dann auch schreie. Ich erschrecke mich bei diesem Spiel doch immer. Ist ein Feind in der Nähe? Ah, Gott! Wieder perfekt pariert. Sorry, Loch Nessie, falls du dich wieder erschrocken hast. Ich möchte jetzt hier nochmal einmal Vitalität gönnen. So, jetzt sind die natürlich alle wieder da. Jetzt mache ich die... Stimmt, ich habe auch noch die Fragmente, die ich nutzen kann, ne? Guck mal, da oben sieht man den Frechdachs. Wenn ich jetzt eine... Mal erstmal wieder Licht an. Oh, wir hatten... Licht bleibt an. Upsi. Wenn ich jetzt eine Fernkampfwaffe hätte, wäre cool. Wo kam denn jetzt der Dritte her? Wo kam der Dritte her? Du kannst da oben erstmal wieder runterkommen, du Kackköter. Wo kam der Dritte her? Da ist der eine. Ach, hier. Oh, jetzt werden mir Fabelkünste erklärt. Peter, isst du gerne Feta? Ach, grundsätzlich habe ich da nichts gegen. Vielleicht werde ich ja nach 32 Monaten erwähnt. Ich gebe es nicht auf. Dodo Wonderlight, danke für den Resub. Dankeschön. Hoffe, Peter wird es im Stream durchzocken. Wir will sie. Nutze Klingenfabelkünste mit Y. Y während des Blockens. Verwende Grifffabelkunst. Oh. Waffen haben unterschiedliche Klingen und Griffe, die jeweils ihre eigene Fabelkunst haben. Fabelkünste verbrauchen Fabelslots und verschiedene Fabelkünste verwenden eine unterschiedliche Anzahl von Slots. Lade Fabelslots auf, indem du Feinde mit Waffen angreifst. Ja, gut, man lädt hier alles auf, indem man Feinde mit Waffen angreift. Das ist zumindest easy. Jetzt will ich wissen, was die Fabelslots von mir, Fabeldinger hier sind von mir. Steht das hier irgendwo? Angrifffähigkeit? Da, Fabelkünste. Sturmstich und Blockparade. Verpasse einem Feind von dir mehrmals einen Stich. Ist Sturmstich. Man braucht auch drei. Und Blockparade braucht nur einen. Wenn du den Angriff deines Feindes zum richtigen Zeitpunkt abwehrst, kannst du einen kraftvollen Angriff auslösen. Wie funktioniert das denn? Muss ich dann im richtigen Moment Y beim Blocken drücken? Ah, wir werden sehen. Okay, hier sind ja mehrere. Muss ich erstmal den töten und mit dem anderen lerne ich. Ah, vielleicht habe ich jetzt auch nicht gelernt mit dir, weil ich einfach auf dich eingestochen habe wie sonst was. Was ist das hier für ein Trick 17? LB plus Y und dann ein Parry hat einen Buff-Timer. Perfektes Parry als Block. Das heißt, das kann ich... Komm, steh mal auf da. Ich will was ausprobieren. Oh. Nee. Noch nicht. Ja, ich bin so lost.
Mach nochmal. Mann! Ich kann's nicht. Dann hat das doch geklappt. Wie früh muss ich denn da drücken? Komm, gib Gas. Nee, früher. Später. Scheiße, bin da mein erster Tod. Ich hab's nicht hingekriegt. Aber ich musste halt Sachen testen. Ja, okay, wir haben das Ergo fallen gelassen, ist klar. Okay, das habe ich noch nicht verstanden. Muss ich leider sagen, wie das mit dem Block Y funktioniert, habe ich nicht gecheckt. Hab gehört, 10 Subs pro Tod. Ja, nicht bei so einem Tod, den hätte ich ja easy vermeiden können. Nee, gar nicht. Was ist das denn? Ich bin sowieso schon gestraft, wenn ich sterbe. Ihr schenkt mir 10 Subs, wenn ich sterbe. Das finde ich gut. Man kann hier schon ganz ordentlich durchsnetzen. So, Lost Ergo Recovered. Komm mit deinem geilen... Sägezahn hat, jawohl. Guten Abend! It's me, Silas. Ach, dieses Tor werden wir irgendwann öffnen. Öffnen meine ich natürlich. Mit welchem Controller spielst du? Xbox One Controller. War schon ein Boss. Nee, haben wir tatsächlich noch nicht gehabt. Ich gucke mich hier gerade im Startgebiet um, also im allerersten Feuer. Ne, ist einfach Feuer. Stargazer. Okay, wie viel zum Motor? Das macht Damage. Das war gerade meine Fähigkeit. Naja, Wurfobjekte verwenden, ist klar. Kann ich hier eigentlich auch einfach anvisieren, spammen, um versteckte Gegner zu finden? da ist ja einer. Zwei. Frech, 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 frech. Du kannst dich jetzt entspannen, Peter. Die Gegner im Startgebiet sind die stärksten im Spiel. Danach wird's einfacher. Kannst du den Arm mal gegen Gegner testen? Ja, stimmt. Den habe ich ja auch noch. Ah, die Krat Times Ausgabe 183. Die große Ausstellung wurde verschoben. Ah, traurig. Okay, also hier sind so ein paar Gegner, die ja einfach so rumstehen. Hier ist so ein Rundgang. Kann ich hier durch? Wieso kann ich hier nicht durch? Was ist das denn? Oh mein Gott, ich bin so hyped auf deinen Playthrough, bin gespannt, wie weit du heute kommst. Moment, ich probiere dieses Spiel nur mal an. Ich weiß noch nicht mal, ob das was für mich ist. Bevor hier also irgendwelche Erwartungshaltungen aufgebaut werden von wegen Playthrough. Haben wir im Startgebiet aufgegeben, ja gut. Magst du das Layout lieber als das der PS5? Ich habe gerade den PS5-Controller nicht vor Augen. Dankeschön, Mike Klotzkowski, für die 5-Stufe 1-Subs. Der hat eine Shotgun. Habt ihr das gesehen? Der hatte. Hier, die Shotgun liegt am Boden. Wieso kann ich die nicht aufsammeln? Ich will auch eine Shotgun. Was hör ich da? Ah, habe ich dich angelockt, mein Freund. So, ich könnte in die Richtung weiter und ich könnte da unten weiter. Wo will ich rumgehen? Stick mit Steuerkreuz getauscht, meine ich. Ja, das meine ich auch. Ich meine, bei PlayStation 5 sind die auf einer Höhe, ne? Ich mag auf jeden Fall lieber, wenn die nicht auf einer Höhe sind. So wie bei der Switch und der Xbox. Ich habe vergessen, ob die das bei der PlayStation irgendwann angepasst haben.
die Taste drücken. Ah! Okay, dann nicht. Da komme ich dann wohl auch irgendwann aus. Ist das beste Souls-like, was nicht von From Software ist, laut Jack From Software. An wem? Also, ich bisher bin, habe ich die Souls-like-Spiele, die nicht von From Software sind, auch eher. Ja, ich habe, glaube ich, mal ein, zwei ausprobiert, fand die alle kacke und habe deswegen auch nie wieder einem eine Chance gegeben. Ich habe jetzt aber gehört, dass das eigentlich mehr Bloodborne sein soll, was ja nicht gerade mein Favorite Souls-like ist. Ich bin ja so ein OG Dark Souls slash Elden Ring Dude, wo dir mehr Optionen gegeben werden. Aber bisher fühlt es sich wirklich gut an. Also ganz ehrlich, es sieht aus wie ein From-Software-Spiel und es spielt sich bisher wie ein From-Software-Spiel. Jack From Software auf YouTube immer Tutorials macht. Okay. Hm. Hallo, Tillmann. Okay, ich habe Angst. The most loyal service. Ilona Scholl. Okay, bisher habe ich das Gefühl, dass es vor allen Dingen einen Weg gibt. Gute Mischung aus Sekiro und Bloodborne. Geil! Das sind beide Spiele, die ich von From Software nicht so gerne mochte. Perfekt! Dann Chris und du eigentlich das ER-DLC streamen. Das werden wir dann sehen. Werden wir ja sehen. Das kann ich jetzt noch nicht versprechen. Keiner weiß, wann es rauskommt und wo dann wer von uns ist. Vielleicht bin ich da ja gerade im Urlaub. Okay, da hinten hat einer ein ganz schön großes Teil in der Hand. Hm. Warum magst du Bloodborne nicht? Ich mag die From-Software-Spiele, die nicht einen bestimmten Spielstil forcen, sondern dir sehr viel Freiraum ermöglichen. Dark Souls und Elden Ring geben dir sehr viel Freiraum, Sekiro und Bloodborne schränken ein bisschen ein. So, Sekiro ist kein Spiel, wo du rollen kannst oder Schild hochhältst, genauso wie Bloodborne, auch wenn ich eigentlich nicht der Schildtyp bin, aber trotzdem. Dann finde ich vielleicht. Oh Gott. Kann ich die. Ne, kann ich nicht. Kann logischerweise nicht die. Oh Gott. Oh, er hat sich rot aufgeladen. Nix kann der Gegner. Bei Bloodborne gibt es zwei Schilder. Ja, okay. Aber es ist nicht. Jetzt kommen sie her. Aber da gibt es ein Schild oder zwei Schilder. Ja, wie viele Waffen gibt es in Bloodborne und wie viele gibt es in Dark Souls? Wie viele Zaubersprüche gibt es in Bloodborne und wie viele gibt es in Dark Souls? Ihr versteht doch schon den Punkt, den ich meine. Da muss man ja jetzt hier nicht korinthenkackerig sein, ne? Ja. Ja, Sven, da du das nicht verstehst, das ist mir klar. Okay, ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Das ist ja auch okay, wenn du quasi ein Spiel machst, was etwas. Der Vorteil dadurch, dass du quasi sagst, ey, wir wollen, dass ihr eher diesen Spielstil macht. Bloodborne, sehr aggressiv. Parieren, dir das Leben zurückholen, was du gerade verloren hast. Genauso wie bei Sekiro, parieren, die richtigen Tasten zum richtigen Moment drücken. Okay, so beschreibe ich jetzt gerade jedes Spiel. Aber parieren und dann ausweichen, indem du nicht wegrollst, sondern indem du zum Beispiel rüberspringst. So, dadurch kannst du fokussierter das Gameplay gestalten. Du kannst das besser pacen, du kannst das schöner designen. Das hat schon durchaus Vorteile. Ich wusste, dass von deiner kommt. Aber ich mag trotzdem lieber die Spiele von From Software, die da etwas weniger fokussiert, wenn man es negativ sagen will, sind. Ich spiele bei diesen First Playthroughs, ne? Spiele ich diese Souls-Likes immer so insane vorsichtig. Der Hund verfolgt mich nicht, ne? Es könnte sein, dass das so ein bisschen langweilig ist dann beim Zugucken.
RB oder RT beim Hinfallen. Aber unter mir ist ein Gegner. Bin mir nicht sicher, ob ich ein großer Fan davon bin. Wir haben da drei Gegner. Ach, das kriegen wir schon hin. Aber wie move denn so ein Hund? Erstmal backt der da rein. Perfekt. Ist wie ein From Software Game. Okay, ich kann dich nicht anvisieren. Wie gehe ich denn jetzt mit dir um? Ah ja. Ich habe auf jeden Fall jemanden getriggert. Oder patrouilliert er? Hat eigentlich irgendwer von den Pete's Horizon gespielt? Ich habe Forbidden Horizon Zero Dawn gespielt. Sepp hat das auch gespielt und noch mehr geliebt als ich. Forbidden Rest? Glaube ich nicht so sehr. Da will ich jetzt aber nicht für Sepp unbedingt sprechen. Ich habe nur dumpf im Kopf, dass er es ausprobiert hat und nicht durchgespielt hat. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Es soll ja wunderschön sein und gleichzeitig seelenlos. Das ist das, was dem Spiel vorgeworfen wird. Ich kann es selber nicht bestätigen. Ich habe es jetzt nicht wirklich gespielt. Der erste Teil hat mich fasziniert, weil ich wissen wollte, was passiert ist mit der Menschheit. Das hat der erste Teil dann leider erzählt. Das heißt, das kann der zweite Teil ja jetzt nicht mehr erzählen. Ach, das kann ich nicht aufmachen. Ich muss sagen, dass ich Aloy jetzt noch nie besonders mitreißend oder gut geschrieben fand. Und das soll sich jetzt beim zweiten Teil auch nicht krass geändert haben. Aber wenn es auf dem PC rauskommt, werde ich es ausprobieren. Okay, du kopfloser Nick. Ich will eigentlich nicht dir einfach hinterher rennen, ne? Das ist nämlich schon der nächste Wichser. Ich habe aber eine Idee. Scheiße. Wait, was war denn das jetzt? Was ist das Unrecht? Meine Waffe geht kaputt. Nein, war nicht gut von mir, muss ich leider selbstkritisch zugeben. Ich habe das jetzt gerade nicht hundertprozentig verstanden, was da passiert ist. Aber der eine scheint nicht so interessiert gewesen zu sein an meinen Angriffen. Hier da oben ist der Zirkus. Zirkus finde ich schon mal angsteinflößend. Da unten ist... Das sieht so aus, als wäre das nicht einer von den normalen Trash-Mob-Hunden, sondern ein größerer. Deswegen gehe ich da jetzt erstmal nicht hin. Und hoffe, dass ich hier oben eine Abkürzung freischalte. Das sieht gut aus. Und welche war das denn jetzt hier? Ah, ja, ja, ja. Hier links ist, genau. Hier links kommen wir her. Perfekt. Hab jetzt auch wieder Bock. Hab auch schon überlegt, eine zweite Runde zu machen. Oh, da hinten ist ja das nächste. Cool. Ist am Weg dahin noch ein Gegner? Welchen Eingang? Was hab ich Angst? Eine Powerful Parade Puppet. Das ist ja PPP. Ah! Wieso sind die direkt neben so einem Ding? Wollt ihr mich komplett verarschen? Was halten wir denn davon jetzt? Können wir uns erstmal hier... Ach, das macht nur ein Ding voll? Das finde ich ja scheiße. Okay, wie greift ihr an? Ich meine, dieses Item da ist ja schon wunderschön platziert. Wieso greift ihr gar nicht an? Hast du mich jetzt? Ah! Mein Item. Wie man aufhört zu laufen, wenn man so ein Ding aufsammelt. Das ist frech. Was bist du? Kann ich mit dir reden? Reden. Hello there. Welcome to Krat, visitor. I didn't think there were any stalkers left to fight the puppets. Ich bin ein Stalker. You didn't hear? Also.
Alter, Stalker 2 ist doch schon draußen. Organization fell apart. All that's left are wannabes and amateurs who think they can fight on their own. You ought to buy something while you're at the festival. You can't rely on yourself alone. Out here alone, you could use some help. Here's a festival gift for you. Now get yourself something useful. Oh, wieder klassischer Dark Souls Move. Man muss mehrfach mit den Leuten reden. Also, man kann hier so einen Fabelkatalysator kaufen. Na, eine Wurfzelle. Verursacht Elektrobit-Schaden. Okay, ist bestimmt geil. Elektrobit-Schleifmittel. Damit kann ich meine Waffe pimpen. Dann kann ich Säbel kaufen. Skaliert aber 10 mit Entschlossenheit und Technik. Das ist ja quasi... Ah, wie heißt das nochmal bei Dark Souls, wenn du Stärke, Geschick... Quality Build ist das. So. Ach, du kannst jetzt hier die Stadt-Dinger kaufen. Ja, okay. Hier, da hast du Avatar gespielt. Ja, ich habe es im Stream angespielt mit Sebastian. Ich finde es insane hübsch. Aber eine Spielwelt, in die ich mich jetzt nicht verlieren muss unbedingt. Zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Okay, ein Level können wir machen. Ich meine, kann ich maximale Ladung? Was bringen die? Region und Gewicht, dann kann ich mehr tragen. Okay, bitte kaufe alle Waffen und teste sie. Nein. Wir gönnen nochmal Vitalität. Ich weiß nicht, ob ich maximale Ladung überhaupt leveln möchte. Kalle hatte dir gestern auf X geschrieben. Stimmt, da habe ich eine Notification für bekommen, habe ich aber vergessen nachzugucken. Maximale Ladung, wie Kondition entscheidend. Ja, das Gefühl habe ich auch. Gerade für Gewicht ist das bestimmt relevant. Ja, leveln dann auch mal. Komm. Das muss nicht ganz so hoch sein wie die anderen Sachen, aber wir wollen das mal nicht vergessen. Ne? Das wird schon nicht schaden. So, jetzt haben wir wirklich hier mehrere Möglichkeiten. Aber da wir ja gerade hier gerastet haben, können wir erstmal ausprobieren. Viele Wochen im Voraus plant ihr eigentlich, was ihr aufnimmt. Seitdem wir Daniel haben, weiter im Voraus. Der macht immer schon Pläne, die wochenlang im Voraus sind. Aber das wird von immer viel über den Haufen geworfen. Und viele noch nicht. Aber viele schon. Hier erscheint eine fantastische Puppe, die die Parade bereichern will. Sehen wir hier gerade den ersten Boss, ne? Der Parademeister. Ein einzigartiges Paradenpuppenmodell aus der Werkstatt. Zur Feier der großen Ausstellung. Hallo, ich bin der Parademeister. Hallo, ich bin Peter. Singe und marschiere gerne mit dem Volk. Das klingt sass. Okay, 16 fröhliche Lieder, fröhliches Lachen und 54 Paradesprüche. Ja, okay. Habe ich Angst vor. Ist das dein First Run? Ja, das ist mein First Run. Wir gehen erstmal unten lang. Ja, wir gehen erstmal unten lang. Finde ich ja alles sass und komisch. Gucken mal, was unten ist. Ich habe vergessen, dass ihr ja wiederkommt. Na, wie praktisch, dass ich euch einfach backstabben kann. Lords of the Fallen habe ich nicht großartig gespielt. Mich stört, dass wir langsamer werden, wenn wir Items aufnehmen. Ich glaube, das gibt es auch bei Souls-Teilen, aber es stört mich trotzdem. Ja, komm du mal hoch da. Ich mag meine R2. Damit haben wir so eine Reichweite, dass wir damit die Leute quasi begrüßen können, nenne ich es jetzt mal. Warte mal, kann das sein, dass ich da unten gar nicht weiter kann und da jetzt nur der Wauzi-Wauzi ist? Du musst mich... Ich kann dich nicht wechseln. Ach, du bist doch ein normaler Wauzi gewesen, belastend. Vom Look sehr Bloodborne-mäßig. Ja, ja, bin ich bei dir. So dieses viktorianische, dieses Gefühl, man wäre irgendwie in England. Alles glänzt. Guten Abend, Schabadogge. Guatsam. Ne, Guapsam. Macht kleine A als 3. Falls das bedeutet, guten Abend zusammen, wünsche ich dir das ebenfalls.
Okay. Gehen wir doch mal hoch. Ich spüre einen Boss auf uns zukommen. Das Gefühl, dass man in England ist, kommt vom Regen, ja. Gut. Feuertaufe, hä? Okay. Ich muss sagen, ich finde so Jahrmärkte immer auch gruselig. Aber Alan Wake 2, ich weiß nicht, ob er Alan Wake 2 gespielt hat, der hat auch so einen gruseligen Jahrmarkt. Hallo! Ja, du bist der Boss. Wir machen. Oh! Ein bisschen auf meine Stamina natürlich achten. Oh Gott! Autsch. Oh, er heilt sich! Er kann die Tricks. Bin aber kein Fan von. Oh Gott. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, der hat aber Kombos, Alter. Komm jetzt. Aber bin ich jetzt aber auch kein Fan von. Wo ist der Kopf? Setzt einen schon ein bisschen unter Druck, ne? Ja, voll geil, wenn ich meine Pulszelle nochmal aufgeladen bekomme. Ja, was passiert jetzt? Ach ja, das war das! Warte, ich musste doch Sturmangriff machen, oder? Dann war doch R2 aufgeladen, oder nicht? Hat nicht geklappt. Scheiße, diesen kann ich nicht. Der ist ein verzögerter Huren-Move. Ja, auch wieder so Huren-verzögert. Oh Gott, damit habe ich nicht gerettet. Ja, der ist gut, den mag ich. Nochmal kurz am Arsch geschnüffelt. Okay, ich muss das jetzt besser hinbekommen. Das hat nicht geklappt. Naja, dumm rein. Naja. Ah, der ist ja machbar. Nur bei den leichten Gegnern. Aber die Lebensleiste war trotzdem weiß unten. Und diese weiße Lebensleiste, die hat mich getriggert. Dankeschön, Stecker, für 10 Stufe 1 Subs. Dankeschön. Nee, First Try war das leider nicht. Nee, bei Boss kannst du das auch machen. R2. Habe ich eigentlich auch versucht. Scheint nicht geklappt zu haben. Hat aber nicht getroffen. Oh. Okay. Okay, try again.
Ich versuche mal näher zu bleiben und gut auszuweichen. Ja, war nicht gut. Komm. Nee, war nicht gut. Moment! Versuche ich doch gerade nicht näher zu bleiben, weil ich muss mich... Ich habe die falsche Sache ausgewählt! Moment. Oh. Jetzt komme ich wieder näher, mein Freund. Oh, Scheiße! Aber ich war mir sicher, ich wäre ausgewichen. Nicht so scheiße spielen. Da dieser Verzögerte triggert mich irgendwie blöd. Okay. Man kennt es, der erste Versuch ist dann der beste und dann verkackt man es ein paar Mal, bis man es dann hinkriegt. Wenn der rot leuchtet, kann man nicht mit Iframes machen. Oh. Okay. Learning by doing. Roten kannst du nur parryen. Okay. Stimmt, parryen habe ich noch gar nicht versucht. Okay, let's go. Hä? Ah, parryen! Hat nicht geklappt. Habe mich verklickt. Was soll man den denn parryen? Kann man alles parryen? Ah ja, der war geparryt. Oh, voll geil. Oh, voll geil! Game Changer, Junge. Ach, das ist scheiße. Da habe ich nicht gut geparried. Okay, da muss man jetzt natürlich auch die zweite Phase lernen. Weil ich nicht gut kann. Hätte ich ja gern geparried, ne? Okay, mit parryen ist schon einfacher. Muss man sagen, mit parryen ist schon deutlich simpler. Okay. Dankeschön, Chat. Dankeschön, Chat.
Was haben wir da bekommen? Quarz. Das wurde mir gerade erklärt, aber ich habe auf den Chat geachtet. Ach, wir haben jetzt natürlich eine Bossseele. Ergo, das vom Parademeister stammt. Es ist von immenser Macht erfüllt. Ein Schatzsucher könnte dieses seltene Ergo gebrauchen. Mhm. Obwohl das gesamte Publikum in einer Blutlache verschwand, war der Parademeister fröhlich. Solange es einen König gibt, muss die Show weitergehen. Okay. Und Quarz. Harry bricht auch Haltung. Das habe ich gerade gemerkt. Weil wir hatten diesen Modus, dass wir ihn quasi down gebracht haben, um ihn mehr Damage machen zu können, hatten wir super früh im Fight schon. Das musste ja durchs Parry passieren. Das heißt, du musst ein paar Mal parryen, um den quasi down zu machen und dann diesen Finisher ausführen zu können. Einfach alles parieren. Mega geil, schreibt Sven. Ach, ja gut, ne? Parryen ist aber schwierig. Der war ja jetzt der erste Boss. Ich denke mal, das Spiel wird nicht leicht. P-Organfähigkeit Aktivierungsteil. Gott. Ein buntes, winziges Ergo-Fragment. Es aktiviert eine besondere Fähigkeit, wenn es mit dem P-Organ ausgerüstet wird. Dem Penisorgan. Es gibt eine besondere Art von Ergo mit einer anderen Farbe und Vibration. Die Werkstatt verwendet dieses Prachtstück, um die verschiedenen Fähigkeiten der Puppen zu erzeugen. Okay, wird noch erklärt sein. Das ist jetzt okay. Okay, wo ist denn jetzt hier das Feuer? Hey, PTR 9 und irgendwas. Und jetzt wieder zurück zum Feuer. Ich hab Angst. Voll viele Seelen. Na, wobei so viel auch nicht. Er hat gar nicht so viele Seelen gegeben. Er hat 2000 Seelen. Ich hab das Gefühl. Oh. Puppen. Verboten. Keine Energie mehr. Okay. Ja, der Stream kommt auch auf YouTube. Der ist sogar gerade tatsächlich live auf YouTube, auf unserem Pete's Meet Live Kanal. Und da wird er dann einfach online bleiben. Crazy. Muss ich nach dem Stream nur noch schnell einen Thumbnail machen. Fällt mir gerade ein. Okay. Wo Bonfire? One more thing I should mention. Okay, warte. The hotel security excludes puppets like you. Aber ja, aber ich bin ein Hund. Ist das hier alles überhaupt nicht geheuer? Weil ich einen Gegner sehe, renne ich zurück zum Feuer. Wie gefällt es dir bisher, Peter? Ja, wir haben jetzt noch nicht so lange gespielt, aber bisher muss ich sagen, es ist wirklich sehr ordentlich. Macht schon Spaß. Versteckter Mondstein. Der Mondstein war nicht von dieser Welt, aber er war das beste Material für die Verbesserung. Okay, damit kann ich wahrscheinlich meine Waffe verbessern. Mhm. Peter, was geht, du geiler Furchtenlutscher? Was ist denn ein Furchtenlutscher? Peter, deine Display Collection ist nice, gerade das mit Metal Gear 1. Da habe ich auch so Bock drauf, ey. Ich will das auch nochmal haben. Dankeschön, cooler Alucard für 10 Stufe 1 Subs. Vielen lieben Dank. So, wir klopfen mal an die Tür und lügen dann, ja? Oh, lügen wir wirklich? Ah, ich weiß es nicht. Ich renne jetzt zurück zum Feuer. Ich habe so viel Schiss. Habe ich überhaupt die Wahl, nicht zu lügen? Ich weiß es nicht. Wir gucken. Dieses Lehrer-Display ist einfach mega. Ach, das liebe ich auch so sehr. Das habe ich oben links gerade hängen. Das kann ich gerade angucken. Okay. Chat sagt, ich soll da bleiben. Okay.
Mittlerweile gibt es diesen klassischen Dark Souls-Griff bei mir. Sieht so ein bisschen bescheuert aus. Aber da man ja sprintet auf B und man trotzdem noch die Kamera bewegen will, mache ich das dann immer so quasi. Dass man so rübergreift, so komisch. Ich kann nicht der Einzige sein. Wer bin ich? Puppe oder Mensch? Wisst ihr was? Ich bin der ehrliche Auto. Okay, tschüss. Okay, Spiel vorbei. Abspann. Tschüss. Okay. Dann muss ich lügen, oder was? Ich bin natürlich ein Mensch. Aber wird da nicht meine Nase größer? Wie Maschinen? Bin ich sentient? Ich bin ein echter Junge! In dem Spiel bin ich die Nase größer, aber was anderes. Okay. Holy shit, dieses Hotel, Alter. Oh, jetzt kommt erst der Startscreen. Das ist cool. Of P. Also, Theorie von mir. Alle denken, P steht für Pinocchio. Aber in Wahrheit steht es für irgendwas ganz anderes. Und das kommt dann am Ende raus. Es steht, P steht für den Player nämlich. Oder irgendwie sowas. Das ist meine Theorie. Aber nichts sagen. Keiner für Peter, ja, genau. Nice of Peter. Ja, das ist. Wir sind durch, oder? Also hier sehen wir noch in der Zeit, wo scheinbar noch Menschen existierten. Die gute alte Zeit. Ja, mit. Okay, das ist eine Puppe und ein Mensch. It's her. It's Scarlet Dragons. Alter, wie schlecht ist denn auf, wie schlecht aufgelöst ist dieses Intro gewesen? Habt ihr gerade die. Oh nein, die Puppen! Oh nein! Sie werden crazy! Der Puppenwahn ist gestartet! Alle sind tot. Die Menschen verstecken sich vor den Puppen. Das ist eine fiese große Puppe. Ey, ist das die, die ich getötet habe? Waren da Leichen hinten drin in seinem komischen Ding? Das habe ich nicht mal gesehen, dass da so Dinger rausgucken, aka Beine. Ich muss aber sagen, wir sehen schon echt ganz schön menschlich aus. Ist das die Lüge? Puppen können nicht lügen. Und wir sagen, wir sind Mensch. Das sind wir offensichtlich Mensch. Benutze das Telefon, um dem Rätselkönig zu antworten. Was stand da gerade? So, wir bei der Bitrate unterscheiden könnten, was die Twitch-Komposition ist und was dem Spiel. Good point. Kann man da auf YouTube sehen. Searched all over the city of Krat to find you. You must have questions. Geppetto will have answers. Natürlich haben wir hier auch eine mysteriöse Holde Maid. He was last seen on Elysian Boulevard. All of Krat is dangerous for humans,
And that neighborhood is one of the scariest. Ah, ja, Neukölln. Please find Geppetto on Elysian Boulevard. I'll explain more once you find him. Aber ist er nicht mein Papa? Okay, du kannst über Sophia mit Hilfe von Ergo einen Stufenaufstieg. Okay, ja gut. Wie bei den Feuern. Cool. Vitalität machen wir auch mal auf 12, aber es wird auch mal Zeit, die Technik wieder zu erhöhen, ne? Ah, so wenig können wir nur machen. Wir nutzen sofort mal diese Ergo-Teile, die wir noch haben. Look at Gemini. I think he's in shock. That's proof you're broken. The real Gemini isn't so calm. I'm no inventor, but perhaps I can fix him. Or perhaps I can fix himself in time. Wait, take this pocket watch. Krat is a labyrinth of peril right now. This watch will guide you to a safe place. Be careful, clever one. Schlauberger. Ich bin ein Schlauberger. Eine Taschenuhr mit mystischer Kraft. Die Macht der Uhr. Ach komm, deine Mutter, wer soll denn das so schnell lesen? Jetzt mal ganz ehrlich. Dann haben wir hier Verbrauchs Wignis dringliche Reparaturwerkzeug. Ah ja, okay. Damit kann man die... damit kann man sofort die Waffe wieder fit machen. Cool. Und versteckter Mondstein. Kann die Klinge gewöhnlicher Sachen verbessern. Was hat die mir da gerade gegeben? Diese Taschenuhr. Wo ist diese Taschenuhr? Da. Ins Hotel oder zum letzten verwendeten Stargazer teleportieren. Eine Taschenuhr von Sophia. Die Kraft im Inneren der Uhr bringt den Benutzer zum letzten Stargazer, den er besucht hat, oder zum Stargazer des Hotels. Okay, die kann man mehrfach bekommen? Das ist so wie ein Heimatknochen, hä? Aber permanent? Infinite? Ich kann durchgehend Heimatknochen benutzen? Wirkt strong. Und man verliert nicht seine Seelen. Schön. Spiel schön. Ich find's schön. Ich würde dich gerne markieren, Sophia. Darf ich dir an den Bein pinkeln? Oder dir so anrammeln? Sagst du noch was? Ja, sehr gut. Okay, ich möchte mit dir über das Ergo reden. Ergo is the miracle that made Krat prosper. Without Ergo, there would be no automated puppets to make Krat wealthy. When you move, you tap into the power of Ergo within you. Gather more Ergo. It will make you stronger. Okay. Die Lampe. In the folklore of Krat, a cricket often acts as a guide. That is why these automated models became popular. But Gemini is unique. He's more than just a guide. As you get more familiar with Gemini, you'll see what I mean. Oh, man kann dann auch nicht mehr reden. Das ist anders. Okay, Gemini. Ah ne, ich will mal hier diese Dinger benutzen, fällt mir gerade ein. Ich meine, ich sammle die ja hier. 900 sind in einem enthalten. Dann müssten wir ja noch einen Stufenaufstieg machen können. Ich verstehe die ganze Zeit German, die finde ich auch nicht schlecht. Yes, damit können wir nochmal eine Stufe steigen. Machen wir nochmal stärker eine Stufe mehr. Let's go. Okay, wer ist denn da hinten? Wo sind wir hier? Hier ist so wie der Hub, so ein bisschen, ne? Was habt ihr denn hier versteckt? Kann ich hier meine Waffen verbessern? Hello. I heard about you from Geppetto, but to see you in person. Wow. You should take this. Geppetto, ah, mit dem blauen Ergo ist gut zu wissen. Oh, ich kriege hier überall Geschenke, voll geil.
Moin, heute war der spontane 24er, oder? Nein, nein. Boah, morgen streame ich Prince of Persia. Da freue ich mich drauf. Die Legionswaffe ist eine spezielle Aus- und das ist der Arm, ja okay, die am linken Arm angebracht wird. Jede Legionswaffe hat ihre eigenen Kampffähigkeiten. Ah, ich habe eine Puppenschnur. Okay, das ist wahrscheinlich ein Greifhaken, nehme ich mal stark an, aber ich möchte mir das trotzdem einmal kurz angucken. Eine Legionswaffe, die einen Draht schießen kann, mit Technik A, nice. Er kann um einen Feind geschlungen werden, um ihn zu dir zu ziehen oder dich zu ihm zu bewegen. Genau, ich spiele morgen Prince of Peter. Die Stalker haben ein Werkzeug entwickelt, das ihre Beweglichkeit im Kampf mit den Puppen erhöht. Der Draht verringert sofort den Abstand zwischen einem selbst. Ja, okay. Puppenschnur. Eine Legionswaffe, die einen Draht schießen kann. Er kann um einen Feind. Okay, was ist verfolgen? Drücke und halte die Legionswaffentaste, um einen Feind zu verfolgen. Ausweichen und Kettenangriff. Aber das scheint nicht freigeschaltet zu sein. Okay. Was kann ich bei dir noch machen? The sound of it alone. That craftsmanship comes only from the hands of Geppetto. You must be something else. A custom arm from Geppetto himself is quite an accessory. Bist du eigentlich eine Puppe oder bist du ein Mensch? I forgot to introduce myself. I am Eugenie from the workshop unit. Eugenie. I know my way around weapons of all kinds. I'm sure Master Geppetto would agree. If any of your weapons need work, bring them to me. I know my way around a weapon. Ja, guck dir mal was an. Waffe verbessern oder Griff ändern? Ich will erstmal reden. Stargazer. A Stargazer is a survival device used by the Stalkers. It powers itself by accumulating and absorbing ergo spores in the air. The Stalkers installed Stargazers all across the city. Once they're recovered, we can put them to use. Sie ist Q quasi. If you want to test your skills or try new techniques, head for the garden. The Stalkers captured a puppet to use for training. Don't look at me like that. Everyone hates puppets. I know whose side you're on. Ich bin ein richtiger Junge. Waffe verbessern. Ich möchte gerne, dass diese Waffe verbessert wird. Ich mag diese Waffe. Scheiße, ich habe zu wenig Ergo. Kein Problem, kein Problem. I know my way around. Okay, Waffe ist jetzt besser. Nice. Griff ändern kann ich. Oh. Du kannst Waffengriffe verändern. Dadurch verändern sich die Eigenschaften. Ich kann sozusagen anpassen, womit skaliert werden soll. Oh, ich kann sogar auf Technik A setzen. Ist ja voll geil. Dafür brauche ich aber eine Technikkurbel. Ah, es ist Infusen. Ja, okay, alles klar. Danke, Chat. Cool. Verstehe ich. Verstehe ich. Kenne ich auch alles. So, nur mit anderen Namen natürlich. Es ist natürlich eine Katze da. Wait, was ist das denn hier? Ich habe diesen Ort regelrecht organisiert. Also nichts verstellen. Okay, du bist ein bisschen crazy, hä? Huh? Kann ich die Katze umbringen? Ich meine, kein Wunder, dass sie so reagiert. Ich habe einen Hundekopf auf, ne? Also da kann man jetzt ihr natürlich auch nicht keinen Vorwurf machen. Müssen wir den leider ändern. Hallo, jetzt habe ich aber keinen Hundekopf mehr auf. Sie mag mich trotzdem nicht. Naja, Katzen haben aber auch eh keine besonders gute Menschenkenntnis, muss man sagen. Dann können wir wieder back mit dem Hundekopf. Okay, bist du der Garten? Du siehst aus wie der Garten, ne? Ich will nämlich was ausprobieren. Wieso kann ich mich nicht... Okay, das finde ich irgendwie alles blöd. Kann mich irgendwie nicht zu denen hinziehen und die werden auch nicht zu mir gezogen.
Wir sind fest am Boden. Ja, okay, aber warum kann ich mich dann nicht zu denen ziehen? Du musst gedrückt halten, zu mir ziehen. Habe ich gerade gemacht. Aber er macht es trotzdem nicht. Deswegen belastend. Also, das scheint hier nicht zu funktionieren. Laktos, Dankeschön für den Resub. Genauso wie Salvador, Luktor, TK-Ware 98, Zarb 04, Delta Riptide. Ist ein Upgrade. Ach, das muss man noch upgraden. Okay. Delta, alles Gute, ne? Timmy, Lone Survivor, Icebreaker und alle anderen. Danke für eure Subs. So, du bist eine Puppe. Ach ja, das wollte ich mir noch angucken. Bist du eine Puppe? Kann man den Leuten das irgendwie ansehen, ob sie Puppen sind oder nicht? Du siehst nicht puppig aus. Hier kann ich das auch nicht ansehen. Du siehst auch sehr echt aus. Aber du bist auf jeden Fall eine Puppe. Ich meine, das sieht man schon auch im Gesicht, ne? Ja, ich würde sagen, das sieht man. Ah, das sieht man sogar gut im Gesicht. Na okay, dann würde ich sagen, sind die anderen nicht unbedingt welche. Puppen können nicht in das Hotel. Ja, guck dir das Ding doch mal an. Hat er auch gelogen, oder was, Sven? Welcome to Hotel Crop. My name is Polandina, butler to Lady Antonia. Please let me know how I may be of service. At Hotel Crop, comfort and calm walk hand in hand. Welcome to Hotel Crop. How may I be of service? Ach, da kann ich auch. Du bist die einzige Puppe, die menschlich aussieht. Alle anderen Puppen sehen puppig aus. Ich glaube, ich bin keine Puppe. Ich denke wie Pinocchio, dass ich ein richtiger Junge bin. Aha, spezifische Fähigkeiten, eine Legionswaffe. Aha, Sägezahnrad und... Ah, hier kann man Quarz kaufen. Cool. The Grand Covenant is a set of absolute commands imprinted on puppets when they are made. First law. All puppets must obey their creator's commands. Das sind wirklich diese Maschinenregeln, ne? Wir hatten die nochmal aufgestellt. A puppet may not harm humans. Third law. A puppet protects and serves humans and the city of Krat. Fourth law. A puppet cannot lie. Asimov, genau, Isaac Asimov, danke Chat. The laws engraved upon every puppet. Do you require anything else? Nee, Paul Nix, danke dir. Haben diese Spiele mit Rollstühlen. Es ist immer so. Immer so. Und dann auch immer so eine Bluttransfusion oder was das ist. Guckst du dich selber an, als du noch stehen konntest? Uff. Unexpected guests are welcome. We don't insist on reservations. I am Antonia. And this is my hotel. Welcome. Danke. Oh, I knew from the moment we met that you're Geppetto's puppet. He might have a few loose screws, but Geppetto's skills are undiminished. Wieso redest du so leise? He took off for Elysian Boulevard. And he never came back. If it doesn't turn up soon, we'll have to make a new coffin. Wie ein neuer Sarg. I forgot. I was keeping this for him. Und mehr Geschenke, sehr gut. It comes with a long story. But I think it's better off with you. Please find that old man. And do take care of yourself out there. Jemandes Erinnerung und Kleidung zeigen. People have no idea so many secrets are buried in Krat. Thanks for keeping me company. What are you curious about? Etwas über das Lügen. Oh, Antonia, erzähl mir etwas über das Lügen. Das ist auch so meine erste Konversationsthematik, die ich normalerweise anspreche, wenn ich neue Leute kennenlerne. Lass mal über das Lügen reden. I see you're here. That means you can lie. Your lies are a rare ability.
You're able to choose your own path, unbound by anything. People on the outside are still afraid of puppets. Ich weiß nichts vom Spiel. Lie to protect yourself and find your path. Ich kenne tatsächlich auch niemanden, also aus dem Team hat es ja keiner gespielt. Fischi hat mir erzählt, wie geil er das findet, aber er hat mir sonst auch nichts davon erzählt. Sven habe ich gesehen, dass er es geil findet. Ich glaube, der hat das irgendwo auf Social Media mal gepostet, aber sonst weiß ich auch nichts. Und ich glaube, das war's. I'm an old friend of Geppetto's. His son is like family to me. Ich bin doch der Sohn. Make yourself at home. You're always welcome here at the hotel. If you have any questions, ask my butler, Polandina. Ja, danke dir. So, du hast mir gerade Shit gegeben, ne? Ich möchte gerne. Ich möchte gerne eine Geste ausstatten und zwar Kleidung zeigen. Ich bin ein Hund, wieso habe ich Arme? Ich verstehe das nicht. Na, interessant. Venignis Reiseführer der Sehenswürdigkeiten von Krat. Das Hotel Krat ist einer der unheimlichsten und geheimnisvollsten Gebäude der Stadt. Ja, immer noch. Abgelegene Burg, die von einem Aristokraten hergebaut wurde, der eine Form des Okkultismus zugetan war und eine Offenbarung von einem leuchtenden Baum erhielt. Elric. Eine Zeit lang wurde es als Nervenheilanstalt genutzt, ein Klassiker, und einige Patienten berichteten, dass sie Halluzinationen hatten. Die Aufzeichnungen sind jedoch nicht mehr vorhanden, da sie alle bei einem großen Feuer zerstört wurden. Also ja belastend. Vor allem die Tatsache, dass es so weit unter der Erde liegt, verstärkt die Gerüchte. Manche sagen sogar, dass es mit einer unbekannten Hölle verbunden ist. Das erhöhte vor allem die Attraktivität des Hotels Krat, das im neuesten Stil renoviert wurde. Während sich die jüngsten Gerüchte über das Geisterhotel der großen Ausstellung verbreiten, wollen immer mehr Kunden tatsächlich in diesem Hotel übernachten. Hat wirklich von allen etwas, der ohne Scheiß, oder? So, ja, lass mal alle Horror-Themen so zusammenfügen. So, ja, gruseliges Hotel, Nervenheilanstalt, großes Feuer, was alles vernichtet, Okkultismus. Let's go! Okay, wir haben also nur einen Weg. Du eigentlich? Ach, du bist ein ganz großer Stargazer. Ah, hier kann ich die Legionswaffe wechseln. Okay. Moin, Norman. Und hier kann ich auch teleportieren. Oh, das finde ich gut. Oh, das finde ich gut. Sehr gut. Sind die irgendwie an den Quellcode von From Software gekommen? Wie kann sich ein Spiel so gleich anfühlen? Es ist beeindruckend. So, von dem Mini-Delay, der passiert von ich drücke sprinten zu er sprintet wirklich. Also selbst solche Kleinigkeiten fühlen sich exakt gleich an. Was ist denn hier? An die Tür klopfen. Den Hund, lass sie mich rein! Sie bedienen sich sehr an der From Software Blaupause, ohne es als geschmacklose Kopie darzustellen. Ja, es kommt ja sehr gut an. Ich finde es beeindruckend, wie From Software es geschafft hat, quasi ein eigenes Genre zu erschaffen. Das, Rosa Isabelle Straße. Das wirklich halt. Ja, keine Ahnung, es ist ein Genre. Es ist wirklich ein Genre. Bis hin zu der Tastenbelegung. Es ist wirklich wie Doom. Es kam Doom raus und auf einmal waren alle Shooter wie Doom. Gegenstände können von Polandina beim Hotel erworben. Ja, habe ich gesehen. Wer braucht denn Verbrauchsgegenstände? Was ich brauche, ist Skill. Also wir merken uns, parieren ist wichtig. Ah.
Verbraucher. Ja, nice. Hoffen alles. Dankeschön, Erik, CVGR für den Resub, Paddy, Funny Zoe, Bobby Live Musik, Crimson, Aleth und alle anderen, die gesubbt haben. Vielen lieben Dank. Bewölkter Morgen. Wir sehen wieder viele Tote, die dem Puppenwahn zum Opfer gefallen sind. Es ist eine Tragödie, die hier passiert ist. Und ich frage mich, ob sie die ganze Welt überrannt haben. Was das überhaupt für eine Welt ist. Ich meine, es gab Menschen. Aber basiert das hier auf einer real existierenden Stadt? Wahrscheinlich nicht. Vorne ist ein Stargate. Hey, let's be more careful. The Black Rabbit Brotherhood. I hate these guys. But don't be alarmed. My name is Gemini. We'll talk later, when we're safe. Interesting. Ich habe natürlich wieder Schiss gehabt und mir bin direkt wieder nach hinten weggerannt. Die Person, die da gerade weggesprungen ist, war das, Gemini? Ich bin der Star. Ref! Ja genau, es basiert auf dem Buch von Pinocchio. Das kenne ich aber nicht so gut. Ich weiß nicht, ob Pinocchio auf der echten Welt basiert. Gemini ist in deiner Lampe. Achso, ja, so war das. Apropos, leuchtet die noch? Ja, das ist so dunkel ohne. Warum sollte ich die jemals ausmachen? Okay, und wir sehen auch wieder die ersten Gegner. Na, das fühlt sich doch gut an. Gehen wir doch erstmal vielleicht nach hier unten. Ja, aber why should I? Da ist einer, da ist einer, da klopft einer. Ist unter mir noch einer? Nein. Warum sollte ich hier runtergehen? Was passiert hier oben? Komm du erstmal ran. Ah, war zu früh. Aber wir haben nicht viel verloren. Naja, über Gemini haben wir schon gesprochen, Chat. Für die Leute, die später dazugekommen sind. Ich hatte im Kopf Gemini Cockroach. Das ist natürlich, oh Gott. Frech ist. Nicht so ein großes Stamina-Problem, wie ich befürchtet habe, aber das ist natürlich auch mein stärkster Wert, muss man dazu sagen. Habe ich den Stargazer aktiviert? Ich hoffe schon. Das Ding auch so einen Koop-Modus. Kann ich euch rufen, wenn mir ein Boss zu schwer ist? Okay, was da? Nee, oder? Nee. Wenn du es dir verzweifelt genug wünschst. Ah, das sind Summons. Können Sie vielleicht jemanden herbeirufen, der helfen will, diese Welt zu retten? Okay, wie Summons. Okay, alles klar. Okay, ich habe das Stargazer bestimmt aktiviert. Ja, kein Vollidiot, nicht? Elysian Boulevard was a regular rich people row. You wanted fancy boutiques and shops. No place better. Ja, da fühle ich mich doch wie zu Hause, ne? Wo ist das KDW? Oh Gott! Ah, diesmal habe ich damit gerechnet. Natürlich macht er alle wach. Kommt auch was von hinten? Das würde mich ja jetzt nicht wundern, ne? Aha! Aha!
Du bist ja ein Fernkämpfer, das habe ich ja auch nicht mal ansatzweise mitbekommen. Okay, ich muss wieder nachgucken, sorry, aber die neuen Sachen will ich kurz checken, was es ist. Attributswiderstandsampulle. Erhöht wieder rübergehend Attributswiderstand. Eine spezielle Ampulle, die der Attribut... Bei Verwendung erhöht sich die Widerstandsfähigkeit gegen Überhitzung, Elektroschock, Verfall und Verderbnis. Okay, cool. Stimmt, ich habe den Arm immer noch nicht. Ich vergesse den Arm immer. Ja, belastend. Was ist das denn hier? Eine Truhe? Ein Lader! Okay, Verteidigungsteile, hä? Wo habe ich hier was Neues bekommen? Schon wieder hier bei der linken Sache? Ach, das ist belastend. Okay, ist schon deutlich krasser. Let's go. Oh, hier pfeift der Wind durch. Und da ist eine Leiter, die ich wohl hoch muss. Oh no. Wenn ich einen töte. Oh no. Da ist doch jetzt noch rechts an der Ecke. Pass auf, ich habe einen Plan. Ein guter Plan von mir. Das machen wir nochmal. Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, Chat. Ja, ja, never let them know your next move. Das ist nämlich das Ding. Also wir müssen erst den Fernkämpfer machen, daran führt kein Weg vorbei. Ich weiß, jetzt ist hier rechts einer. I knew it! Sie alle spielen das gleiche Spiel! Das ist nicht mein erstes Rodeo. Wir haben auch eine Reinigungsampulle gerade bekommen, das habe ich nicht mal gecheckt. Ah, hier ist eine Abkürzung, voll gut. Aber Platte ist da locker 50 Mal runtergefallen. Der hat auch teilweise 80 Versuche für den Endring-Boss gebraucht. Also, habe ich gehört. Ich weiß auch nicht, was los ist bei dem. Man muss einfach nur die OP-Skillung benutzen, wie Christian und ich. Da liegt Melania beim First Try. Das gefällt mir nicht, den hier oben zu fighten. Ist langsam. Oh, ich bin auch langsam. Ach, du schlägst einfach durch meine Sachen durch. Da bin ich jetzt eine. Ich habe immer noch nicht den Arm probiert. Ma, ey. Was ist denn los? Und ich wollte ja eigentlich auch mehr parieren. Oh, da habe ich ein Item übersehen. Was ist denn jetzt schon wieder ein Notfallschutz? Ich bin, ey, was finden wir denn jetzt hier alles? Schützt bei Treffer vorübergehend das Todesergo. Ist das wieder Ring? Nahrung für die Grillenpuppe, die Hilfe von Gemini erhält. Wenn sie eingesetzt wird, wenn es Todesergo zu holen gibt, reduziert sie den Ergo-Verlust, wenn sie getroffen wird. Das Gemini-Modell war so konzipiert, dass es mit Ergo gefüttert werden konnte, um Affinität aufzubauen. Doch niemand hätte sich vorstellen können, dass dieses Modell noch eine weitere Fähigkeit besaß, die noch spezieller war. Keine Sorge, ich werde dich beschützen. Ich nehme da mal, um zu wissen, was passiert.
Na, jetzt steht er da oben. Ja, da funktioniert bestimmt wieder Ring. Weißt du was, wir gönnen direkt die nächste Ampulle auch noch. Dann können wir die wenigstens auffüllen. Ich hätte ihn backstabben können. Das wäre auch ziemlich cool gewesen, muss ich leider mal sagen. Wenn du jemanden mit einem Rücken anziehst und den dann backstabst, wäre schon 10 von 10 cool. Okay, verliert aber krass Haltbarkeit, die Pumpenschnur, ne? Ja, komm du mal rein. Und damit haben wir schon wieder ein Ding aufgefüllt. Und benutze die Arme so gut wie nie und habe das Game schon zweimal durch. Ja, das wundert mich nicht. 10 Fernkämpfer? Ja. Das passt. Wie ich einfach perfekt pariert habe, den Schuss. Insane von mir. Warte mal, wo geht's denn hier hin eigentlich? Champagner und Fine Dining? Excuse me? Da muss ich sofort hin. Tolles Lothric aus Lies of P. Ist halt wirklich so. Oh Chat, Alter, nächste Woche, das wird so unfassbar snobbig. Kann man eigentlich niemandem erzählen. Aber ich bekomme in Berlin Besuch von dem Koch Dominik Keppeler. Mit dem machen wir unser nächstes Kochbuch zusammen. Das haben wir in der letzten Folge Pietz mit Kocht erzählt. Dass wir ein neues scharfes Rohr, ich habe gerade meinen Penis aufgesammelt. Dass wir eine neue Folge, dass wir ein neues Kochbuch machen. Und das läuft so, dass wir quasi in mehreren Stunden Gesprächen mit dem Koch und Autorin und so eruiert haben, was wir alles in unserer Kindheit gegessen haben, in unserer Studienzeit und so weiter und so fort. Und das Ziel ist es, da ein geiles Buch rauszumachen, wo er dann die Rezepte nochmal anpasst und für jeden machbar sozusagen macht. Und der ist jetzt nächste Woche in Berlin, wo wir ganz viel filmen, weil wir die Rezepte natürlich alle auch kochen. Für Fotos und Shorts und so. Und wenn er schon mal in Berlin ist, dann müssen wir natürlich jeden Tag essen gehen. Muss er mir Berlin zeigen. Wen höre ich denn hier rumstöhnen? Wer stöhnt mir denn hier in mein Ohr? Solange das nichts mit Kaviar... Nein, nein, wir haben gar kein Kaviar in dem Kochbuch, glaube ich. Darum geht's ja nicht, Leute. Ach, du kleiner, mieser Wichser. Ich will jetzt zum Fine Dining gehen. Bevor er zum Fine Dining geht. Also sind die Safra-Pfannkuchen raus. Ich weiß nicht von allen die Rezepte. Aber es geht da nicht um es geht nicht darum, aus den Gerichten Fine Dining Rezepte zu machen. Darum geht's gar nicht. Wir haben deswegen das mit einem Sternekoch zusammen gemacht, weil wir wollten, dass er einfach was von Kochen versteht. Das heißt nicht, dass überall fucking was Teures drin sein muss. Darum geht's nicht. Kommt er auch zu Röststoff? Ja, natürlich. Wir nehmen dann auch nächste Woche eine Folge Röststoff mit ihm auf. Warum dann nicht mit Max? Das haben wir schon eingetütet, bevor ich so gut befreundet war mit Max. Und ich glaube auch, dass Dominik das toll macht. Wir haben mit Dominik auch schon Sachen aufgenommen und ich mag Dominik auch total gerne. Und Max ist auch so beschäftigt mit Fernsehformaten und so ein Shit, dass ich gar nicht weiß, ob das möglich gewesen wäre. Also kann nur ein Sternekoch richtig kochen? Das habe ich nicht gesagt. Ich wäre jetzt nur der Meinung, dass die Chance bei Sterneköchen recht hoch ist, dass sie kochen können. Und er hatte da Bock drauf. Was wird mir denn hier wieder versucht, das Wort im Mund umzudrehen, Chat? Ich meine, wo bin ich denn hier? Ah ja.
Einfach nur ein Shortcut wahrscheinlich. Wenn ich ein Steak in die Sonne werfe, bin ich dann auch ein Sternekoch? Weiß ich nicht. Zeitmann, wurdest du vom Guide Michelin ausgezeichnet mit einem Stern? Nice Krampel. Dankeschön Snoopy Lynn und Falk Willis und Sreili und Schleuf und Wassermann und alle anderen, die gesubbt haben. Dankeschön. Schleif mal deine Waffe. Das ist tatsächlich mal ein guter Hinweis. Der Schleifer geht auch nicht kaputt, nehme ich mal an, wa? Ja, das ist jetzt ziemlicher Abfuck. Pack auf. Okay, wir müssen rennen. Ich sehe keine andere Option. Was kann ich? Ich will irgendwas gegen euch da oben machen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber kann ich nicht von hier aus? Okay, na gut. Muss ich mitleben. Weiter geht's. Das war so was von asozial. Und jetzt werde ich von links angegriffen. Ich muss mich beeilen. Ah, nein! Freche Stelle. Oh, mein Arm ist eine gute Idee. Oh, hätte ich das mit dem Arm machen können? Nein, ich heile mich nicht! Oh mein Gott. Ich habe wieder die Scheißdinger angenommen. Ah. Ich probiere das mal mit dem Arm. Erstmal wieder schön Items verschwindet, ne? So wie ich das gehört. Ah, das war doch frech! Die Stelle war arschlochmäßig designt, aber genauso wollen wir es ja. Ah, ich spüre Rache. Die kann man voll gut im Laufen, Alter. Mega. Okay. Fehler. Was mach ich denn? Scheiße. Okay, Houston. We have a problem now. Brief eines gefrorenen Mannes. Oh, der sieht aber übel aus. Scheiße. Okay, wir müssen hoffen, dass wir die einen da oben nicht treffen und wir da lebend rauskommen. Wie hoch ist die Chance? Wir sagen 0. Okay. Hat geklappt. Ah, wir haben 2100 Seelen. Das ist eine Truhe. Ach, da ist auch der. Ah ja. Okay, verstehe. Ja, Taschenuhr könnte man jetzt wirklich gut benutzen. Wo habe ich die denn nochmal hingelegt? Die habe ich hier hingelegt. Machen wir mal. Ja, das ist schon smarter. Wir nutzen auch mal die Fragmente, die wir haben, und dann können wir nochmal leveln.
Den machst du doch easy. Ja, irgendwie mit unserer AP sieht es jetzt nicht so mega pornös aus. Hey, Axel Rock. Oh, wir können mit Gemini reden. I'm Gemini, your friendly puppet guide. Or friendly guide puppet? I don't know, one of those. I'm also a friend of Sophia's. Last time I woke up, Sophia was there because she woke me up. But I'm sure there are still other memories in there. Moin, King Ludwig. Sorry. Must be the shock. Bear with me, and I'll do my best to guide you. Das ist ein bisschen confused. Wait! Ich kann hier nicht mehr aufleveln? Oh. Jetzt geht's nur noch bei Sophia. Wieso nutzt du nicht die 5K Ergo-Seele vom Boss? Oder hast du die schon verbraucht, war eine halbe Stunde weg? Naja, da steht dabei, ein Sammler könnte sie gebrauchen. Und wie bei den Souls-Likes gehe ich jetzt mal davon aus, dass man damit irgendwas Spezielles anfertigen kann. Deswegen, Boss-Seelen werden nicht gegessen. Boss-Seelen werden konvertiert. Dankeschön, Iggy Lane, für den Resub, genauso wie Tinker Bay. So, 3 Level können wir potenziell steigen. Dann machen wir das doch mal so. Die Innenstadt von Krat wurde durch den Puppenwahn zum Todestrakt. Findest du das Game bisher? Gefällt mir. Macht Spaß mit euch. Das ist schon ganz praktisch mit dem Parieren. Warte mal, das war nicht hier. Meine ich. War das hier? Nee. Das war hier, oder? Aber. Bin ich irgendwo mit meiner Waffe gegengekommen. Welche Spiele spielst du sonst momentan? Also, ich habe gerade Baldur's Gate 3 beendet. Das war ein Riesending natürlich für mich. Endlich, ich war froh, das dann auch mal beendet zu haben. Akt 3 hat mich kurz mal verloren. Für ein bisschen länger als kurz. Ich habe tatsächlich aufgehört bei Baldur's Gate 3. Das ist insane. Also, weil irgendwas anderes wichtig kam, Wichtiges kam scheinbar. Bei... Oh Gott. Ich hatte dann nur noch Bossgegner. Ich habe so... Ich hatte alles erforscht. Und hatte dann einen Bossfight nach dem nächsten. So Drachen. Und dies und jenes. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Und das war ein Bossfight nach dem nächsten. Und ich habe vor allen Dingen, Alter... Also, ohne zu spoilern jetzt, aber eine der ersten Quests, die man dann auch bekommt, ist Sammel Verbündete. Und das erinnert schon sehr stark an so Mass Effect. So, du sammelst halt Verbündete für das letzte große Gefecht. Natürlich gibt es dann auch irgendwann ein Gefecht. Und ich dachte die ganze Zeit, wo sind denn jetzt die scheiß Verbündeten? Wo bleiben die denn? Wo bleiben denn jetzt die verkackten Verbündeten? Und ich habe den... es gibt einen Button, den ich nicht gesehen habe, womit man quasi deren Hilfe rufen kann. Am Ende. Das war komplett lost.
Aber um die Frage zu beantworten, was spielst du gerade? Ich habe reingeguckt in Pentiment. Das ist mir gerade zu textlastig. Da bin ich nicht in Stimmung für. Und das will ich eigentlich schon seit letztem Jahr spielen, aber... Ja, das ist wie es ist. Oder seit vorletztem Jahr sogar. Und stattdessen spiele ich aktuell Hi-Fi Rush. Aber immer nur so bis ein Boss pro Tag, sage ich jetzt mal. Aber das macht wahnsinnig Spaß. Werde ich hier von oben beschossen, während ich den bekämpfe? Das Void Crew Video war sehr nice, hat Spaß gemacht. Ja, also Void Crew, da waren wir mal wieder dumm. Leider. War nichts Neues. Kann ich dich hier baiten, dass du hier reinfällst? Dahinter ist ein... Oh, wait. Man kommt auch hier aus. Hier wäre ich ausgekommen. Lol, hier wäre ich ausgekommen. Okay. Kann ich durchrushen und dieses Feuer aktivieren? Ach, ich pariere einfach alles weg. Let's go. Nicht parieren. Das war auch nicht parieren. Zu langsam. Ich meine, das funktioniert halt auch erst. Oh. Wenn man die Angriffe halt alle ein paar Mal gesehen hat, wirklich gut, muss ich leider sagen. Oh, im Sprung habe ich ihn auseinandergenommen. Ah, lustig. Fable Parry, aber mega schwer. Was ist denn die Fable Parry? Lebensamulett, nice. Ach, LBY. Ja, das habe ich vorhin versucht, das habe ich überhaupt nicht hingekriegt. Richtig belastend. Erhöht maximal LP, nice. Für die Bewegung nützliche Informationen in Erinnerung können in das Symbol eingeprägt werden, um besondere Kraft. Okay. Schon das geringste Blinzeln reicht aus, um eine Puppe zu bewegen. Puppen haben kein Leben, aber es reicht, um sie zu bewegen. Das, was unser erster Tod war. Und auch einziger. Nee, stimmt gar nicht. Wir sind beim Boss ja ein paar Mal gestorben. Ups, direkt verdrängt meine Fähigkeit. Ja. Hallo. Ich find's blöd, dass man zurück muss, um zu leveln. Warum macht man das? Vielleicht wird das im Laufe des Spiels noch einen Sinn haben, weil jetzt kann ich ein Level steigen, jetzt muss ich erst wieder durch mehrere Menüs klicken, muss mich teleportieren, muss mit der Frau reden, muss aufleveln und mich wieder zurückleveln. Zurück teleportieren. Ich dachte, das hätte man von den Fehlern von From Software gelernt. I'll use my power. Ja. Mehr Damage, let's go. Du musst nicht leveln, du willst. Okay, jeder Spieler wird leveln. Was ist das denn schon wieder für eine Erklärung? Macht dich Laune, die Herzen zu spammen. Ja, ist witzig, bei YouTube kannst du so Herzen... Zwischendurch sehe ich immer wieder im Augenwinkel, dass so Herzen hochgehen. Das ist ein bisschen witzig. Dankeschön,
Heil Cäsar für den Resub. Erigel, Spartacus, Meradosa. Dankeschön. Oh, holla die Waldfee Raided. Vielen lieben Dank und hallo und herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend euch. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Ich spiele gerade zum ersten Mal Lies of Peter. Lies of Peter. Oh, der respawnt gar nicht, merke ich gerade. Und das habt ihr bestimmt schon, kennt ihr wahrscheinlich schon in- und auswendig. Oh, dich habe ich gar nicht gesehen. Der gute alte Händler. Hello. I know what you're thinking, but I'm not a burglar. I'm just crashing in an abandoned house for a while. Don't worry, I won't cause any trouble. We survivors need to look out for each other. For your information, I didn't steal this. Okay, gut, dass du es nicht geklaut hast. Achso, ihr wart dumm bei Void Crew und weiter. Ja, ich fand es noch nicht ganz so geil. Aber mal gucken. Maurice BG, dankeschön für deine 5 Stufe 1 Subs. Ich mag dieses, jeder hat eine Aufgabe und muss die dann machen. Das fand ich cool. Missionsdesign fand ich jetzt nicht so cool. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich es einfach falsch verstanden habe, ne? Hier kann man den Notfallschutz kaufen, den eisernen Schutz. Ah ja, da lässt man dann die Ergos nicht fallen, hä? Okay, verstehe. Okay, das wird irgendwann ein Shortcut, freue ich mich schon drauf. Weiter geht's. Hallo Fernkämpfer. Hund, Katze, Maus. Ergo ist live. Chamber of Machina Workshop. Aut viam inveniam aut factam? Was heißt das? Kennt sich, spricht einer von euch fließend Latein? Er guckt sich alles an, nur nicht die Waffe. Da war eine Waffe? For your information. Ach da. Ist aber eine Stärkewaffe. Ich bin ja ein, ich bin ein Techniker. Waffe beim Händler OP für den Anfang. Ach, Fortschritt ist gar nicht Stärke. Entschuldigung, Entschlossenheit ist ja Stärke. Fortschritt ist ja quasi Magie. Also könnte ich auf die Waffe jetzt zum Beispiel auch den Griff packen, den ich habe? Die Waffe hatte ich bis zum Endboss. Ja. Und dann wäre das eine Technikwaffe. Verstehe ich das richtig? Also ich meine, wenn ich so eine Frage stelle, dann könnt ihr die natürlich beantworten. Auch an die Mods jetzt hier vielleicht. Ja, okay, dann probieren wir das doch mal. Der Griff bestimmt das Moveset aber. Okay, das ist natürlich auch belastend jetzt an dieser Stelle. Moveset ist wahrscheinlich das Wichtigste. Ah, ich dachte, dass das passiert. Ach, frech. Ja, auch das gleiche Moveset wie die Stangenwaffenträger. Das hätte ich gern besser gemacht, gell? Okay, da ist keine Leiter. Wie gut kann ich dich denn eigentlich parieren? War gar nicht mal so gut. Also dich umlaufe ich, glaube ich, lieber. Oder versuch's zumindest, anstatt zu parieren. Ergibt bei dir, glaube ich, irgendwie mehr Sinn. Kann ich hier runter? Sieht schon so aus, als könnte ich hier runter. Da drauf springen, dann rechts drauf vielleicht. Ach, verdammte Scheiße. Ich höre eine Katze, glaube ich.
Bin fort! Die Alchemistenbrücke ist die Brücke am Elysion Boulevard und der Hauptweg zum Rathaus von Krat. Das Zeichen der Alchemisten, der heilige Uroboros, ist passenderweise in die Brücke eingraviert. Das zeigt nicht nur, dass die Alchemisten eine mächtige und privilegierte Klasse sind, sondern auch enorme Mengen an Geld in der ganzen Stadt gespendet haben. Dank der ausgeprägten Kultur der Philanthropie in Krat findet man Gebiete, die nach prominenten Persönlichkeiten benannt sind. Ganz nach dem Motto der Stadt, die Bürger sind die Eigentümer der Stadt. Bekannteste Aktion ist die Rosa-Isabel-Straße. Da haben wir einen Eingang von unserem Hotel aus. Sie ist nach der Kulturförderin Lady Isabel Monat benannt. Wenn man jedoch die Heirat der Dame mit dem Anführer der Alchemisten, Valentinus, bedenkt, dann fragt man sich, woran hat es gelegen, wenn er wirklich die Kontrolle über Krat hat. Die Vereinigung der alten Familien von Krat und der Organisation der Alchemisten wird in dieser symbolischen Darstellung ersichtlich. Da das gefürchtete Uroboros-Zeichen auch auf der Mauer des Rathauses eingemeißelt ist, ist es offensichtlich, wem die Stadt gerade gehört. Naja. Ja, fragt man sich immer, woran es hier liegen hat, ne? Und dann am Ende steht man da und fragt sich, woran hat es hier liegen? Also, ich habe da die eine Stelle ge- Wait. I can sense something strange. Jeepers. Is that a butterfly? Why is the Ergo reacting like that? If you want to check it out, I can take point. Oh. Wait. Da hinten war noch ein Item. Das will ich aber noch haben. Ja, Sternfragment. Achso! Ich muss töten! Ein dimensionaler Schmetterling. In manchen Teilen von Krat erscheint gelegentlich ein dimensionaler Schmetterling. Monats Lampe kann den Schmetterling ausspüren und leuchtet rot auf, um seinen Aufenthalt zu erinnern. Sobald man sich in der Nähe des versteckten Schmetterlings befindet, erscheint er. Nach gewisser Zeit verschwinden die Schmetterlinge in einer... Ja, okay. Die Eidechsen aus... Ich find's geil, dass selbst sowas übernommen wird. Das wird dann einfach jede Spielmechanik übernommen. I love it. Die Glitzerflitzer. Ja, das ist ein geiler Name. Die Glitzerflitzer. I love it. Ja, eigentlich. Oh! Eine Treppe. Leiter, meine ich natürlich. Oh, die. Ich glaube, die gehe ich als erstes. Let's go. Wer hustet hier? Ich geh an dem mal vorbei. Ah! Es war Resident Evil! Es ist Resident Evil! Oh Gott, das ist eine problematische Situation hier. Okay, ich kann mich jetzt rein um dich kümmern, mein Freund. Schade, da wollte ich, aber ich konnte nicht. Da wollte ich, aber ich konnte nicht. Alter, du bist aber auch ein Arschloch, bist du. Alles Lehrgeld, was ich hier bezahle. Ich muss... Diese Stelle. Gerade noch so geschafft. Wer hat da geredet eigentlich gerade? Ich vermisse Murphy. Hello? Who is it? Is that you, Murphy?
Oh, das ist so ein Bloodborne-Feeling. Sorry, I thought you were my friend. Danke, Mr. Kleini. Murphy is a super cool police officer. Super cool. As a puppet, even the petrification disease can't get him. Oh, Versteinerungskrankheit. I wish I was like him. If only we could play together like Murphy. If only Murphy. Okay, der will. Okay. Da oben war auch ein Fenster, ist mir aufgefallen. Ich will mal kurz dahin zurück. Genau, YouTube-Chat. Ich streame parallel auf Twitch. Ah, hier sind mehrere Fenster an. Aber hier gibt's nichts. Aber ich sehe auch den YouTube-Chat. Der ist natürlich ein bisschen ruhiger als der Twitch-Chat, ne? Man kennt's. Ich streame ja auch auf dem kleineren YouTube-Kanal. Okay, die sind mir hier sehr. Ach, das habe ich von oben gesehen. Hm. Das ist halt asozial. Hast du eigentlich die Platin bei DS gemacht? Nein. Standard Isolierungskonverter. Fuck, bist du? Moin! Mehr Schutz? Okay. Sollte ich mich zurück teleportieren? Ich habe aber keinen Shortcut freigeschaltet, ist das Problem. Ach du Heilige. Jetzt hier alles nicht so ganz so optimal. Ein Gegner weniger. Muss sich jetzt aber auch lohnen. Hey, da ist noch eine Leiter? Die habe ich auch nicht gesehen. Holy shit. Scheiße! Das ist gar keine Abkürzung. Könnte eine Abkürzung kommen. Hier geht's nicht. Hab ich die nochmal hoch? Hallo Peter Novak. Hallo Peter, wie gespielt ihr das Spiel? Gut. Ich fühle mich gerade so richtig Soulsy-mäßig in diesem Feeling. Scheiße, was kann ich noch machen? Was kann ich noch machen? Was sollte ich tun? Was sollte ich tun? Was ist jetzt der richtige Weg? Und ich liebe das. Sollte ich mich zurück teleportieren oder nicht? Was könnte man jetzt Vernünftiges tun? Oh, es gibt jetzt so viele Wege.
Das sieht aus wie eine große Arena. Wo ganz viele Gegner kommen. Ich finde das alles scheiße. This must be the first time in the petrification disease quarantine zone. Sieht aber puppig aus. For most people, this is their last stop. You are a good Samaritan for coming all the way here. I'm one. May I ask you a favor? Yeah. My family took my baby from me and sent me here. They said it was for my own good, but it was heartless just the same. A baby must be with its mother. Please go to Quart City Hall and bring me my baby. Baby, baby, please. Thank you so much, kind one. I can finally see my sweet Knarabe, ich möchte nicht wissen, wie man mit den NPCs interagieren muss. Please hurry. Hard scales spreading across my eyes. Before I lose my sight. Please. She said the baby was at City Hall. Should we check it out? I hope everybody's safe. Check it out now. Wait a minute. Hoping it. Okay. Zu viele Wege, zu viele Wege. Alles belastend. Ich hab Angst hier. Legit Angst hier. Nein, nein, nein. Oh, scheiße. Im Hinterkopf. Das ist Weg 1. Warte mal, da oben komme ich ja nicht rum. Ey, das ist der einzige Weg, den ich jetzt gerade habe? Ah ne, hier ist noch ein Weg, genau. Asozial. Okay. Wie war der Weg? Ja, moin. War mal normal, ne? Hat besser funktioniert. Und wo kam er? Ach, hier um die Ecke kam er. Besser. Verlierst du Ergo, wenn du getroffen bist? Ich glaube nicht. Keks.
fuck you da oben, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Okay, die Stelle ist ja jetzt auch nicht simpler geworden. Wobei, die andere Seite war schlimmer. Wenn ich mich recht entsinne. Let's go. Einfach schnell durch da. Die Ergos, die du verloren hast, verlängern sich mit jedem Hit. Really? Oh mein Gott. I don't know that. Wieso bist du nicht explodiert? Explodierst du nicht? Muss man dir Damage machen, damit du explodiert? Das muss ich nochmal prüfen hier. Wieso bist du dann gerade explodiert? Hab ich doch gar keinen Damage gemacht. Ah. Die Ärger, die du so verlierst, bekommst du wieder, wenn du den Gegner tötest, der dich getroffen hat. Ach, witzig. Oh. Ah! Arschloch! Ach, das ist hier so, nur so eine Seitengasse, hä? So wie Seitenbacher Müsli. Ist das hier eine Seitengasse? Aber wir waren auch schnell hier. Achso, ich will mal testen. Naja. Gegenrollen triggert auch. Danke für den Hinweis. Ah, 2100 Seelen. Wir könnten noch einmal kurz zurück, weil wir ja wirklich super schnell hier waren. Hier gibt es ja keinen anderen Weg, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also machen wir das mal kurz. Ich will die Waffe kaufen. Was ist Devon Crusader? Ach, wegen Seidenwaller. Ne, Divine Crusader, nicht Devon. Divine. For your information. Naja, du hast das nicht gestohlen. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Gib mir die Waffe! Hallo, Patrick. Hattest du schon Lords of the Fallen gespielt? Nein. Soll auch nicht ganz so cool sein. Ja, genau. So, ich möchte gerne den Griff ändern hier, ne, Jungfrau. Hier von den Griff? Nicht genug Materialien. Achso. Wait, what? Achso, ich muss die erst auseinandernehmen. Nee, wie kann ich dich auseinandernehmen? I know my way around. Am Feuer. Oh, das geht noch gar nicht. Das ist ja frech. Der Bait vom Chat, ey. Ich will mir trotzdem die anderen mal angucken. Auch wenn die jetzt natürlich überhaupt nicht mit dem skaliert, was ich jetzt hier gelevelt habe. Dankeschön, Krafti, für den Resub. Ehrenregel. SD-Anime, Kota, Shadow Knight, DWX, Selina, CRS65, Lo, Reigen,
HD, Thomas Stroyer, Mr. Kleini, Drecksack, Blaser, DGP, DK, Dead Right und alle anderen. Dankeschön, die gesubbt haben. So, wie ist dein... Wie geht das hier? Okay, ich schlag so und so zu. Verstehe ich. R2 ist so. Okay, und R2 gehalten ist... so. Ja, gut. Welche Spiele hast du noch vor nachzuholen, eventuell auch im Stream? Marvin, Fokus, lass mich erstmal leise auf viel spielen. Guten Abend, Core Unlimited. Okay, wir müssen eigentlich erstmal dran vorbeirennen. So. Und jetzt nochmal wieder hier hinrennen. Ja, lass es mich spüren. Okay, der Schaden ist insane. Das wirkt unendlich langsam. Hast du zufällig Interesse an Sperrmüllpeter? Brotbackautomat, danke fürs Angebot, aber ich habe gerade kein Interesse an Sperrmüll. Aber wilde Frage. Okay, ich fühle die Waffe gerade noch so gar nicht. Lies of P war mein erstes Souls-like und hab danach den ersten Bossen aufgehört, da es mir zu schwer war. Scheiße. Ey, macht schon insane Damage. Aber ist not moi. Was ist der Debuff oben links? Oh. Habe ich zu viel Shit dabei. 19. Nee. Etwas schwer. Ja, das ist bestimmt, weil ich zu viel Shit dabei habe. Nee, ist immer noch da. Also etwas schwer ist jetzt weg. Aber wir haben immer noch... Ach, das ist das Amulett, was mir mehr Shit gibt. Okay. Also mehr Leben. Da meine ich natürlich mit Shit. Ja. Ich schaue mir gerade mal wieder deine durch die rosa Brille Metal Gear an und die damaligen Streams zur MGS 5. Macht Spaß dazu zu schauen, wenn du Spiele neu entdeckst und hätte mir das bei Resi sehr gewünscht. Ah, ja. Das ist super lieb. Dankeschön. Ja, die Resi-Spiele habe ich eher alleine gespielt, war. War aber wild. Okay, wir sind hier. Wir sind ja schnell hier. Wir sind ja schnell hier. How hard can it be? So, warte mal. Polizist, bist du der Freund von der anderen da? Das wird übel jetzt, wa? Bin jetzt richtig aufs Maul. Ja, ich hab das blockiert.
ja geil zu parieren. Nice. Der war cool. Also ich habe natürlich trotzdem alle meine drei scheiß Flasks gebraucht. Aber nichtsdestotrotz war der nice. So, Griff eines Knüppels der Kratpolizei. Stärkewaffe diesmal tatsächlich. Da ist auch die Waffe des Gegners geworden. Ja, am Ende, ne? Ja. Also ist dann auch keine Waffe für mich natürlich. Oh, das ist ein süßer Knüppel, der ist ja viel kleiner als ich dachte. Gottes Willen. Aber der macht wahrscheinlich auch richtig Damage, ne? Ah, schön. Es ist immer cool, wenn du... Also bei meiner Waffe hast du ja nur den Stich. Hier hast du so ein bisschen rechts, links und von oben drauf. Geradeaus. Ist ganz cool. Aber wir bleiben beim schnellen... Zack, 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 zack. Pieks, pieks, pieks. Ja, parieren hat bei dem echt gut funktioniert. Ich hätte gerne, dass die das alle... Dass die alle so einfach sind zu parieren. Also einfach, ne? Wie immer in Anführungszeichen. Zerrissene Kritzelei. Es juckt. Zieht man die Haut ab, sieht man blaues Blut. Blut, Blut. Hübscher Kokon. Blauer Engel. Freudiger Appetit. Blauer Tod. Was für ein Festmahl. Tod. Tod. Und Tod. Ich lebe. Es juckt niemanden. Erster Eindruck ist Superchat. Dankeschön. Blaues Blut, hä? Also entweder adelig oder am Puppen blaues Blut. That's the question. Oh, fresh roasted coffee premium quality. Dankeschön auch. Oh, wollte mich gerade noch bedanken. Ja, was bist du denn da für einer? Was ist das? Du blockierst, hä? Du musst dich wohl umlaufen. Dankeschön noch an The Teddy Killer, an Yuzurai, an Blackhaar, an Rock Me Curvy. Rock Me Curvy? Irgendwie witziger Name. Dankeschön. Auch ein neuer Sub. Hallo und herzlich willkommen. Sizzle FPS. Auch ein neuer Sub. Hallo. Mr. Snuffing. Neuer Sub. Hallo. Core Unlimited. Herr Schnürer. Ne, Herr Schnurer. Und Jesai. Dankeschön euch. Okay. Where am I? Ich hier auch wieder besitzt? Nee. Ich weiß, wo das ist. Ah, cool, 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 cool. I like it. Aber das ist schon auf der coolen Seite, ne? Genau, auf der Seite mit der Brücke. Nice. Ja, da war ich auch schon überall. Okay, cool. Ah, das Level-Design ist noch... Das wollte ich sagen. Oh, du bist ja ein Flechdachs. Fuck off. Parier ich dich halt, wenn du dich nicht umlaufen lassen willst. Etwa ein Aufzug? Den will ich nicht nehmen. Ich gucke erst noch den Weg lang. Okay, dann nenne ich mich wohl jetzt in Rock Me Curvy. Ach, du bist Rock Mercury. Oh mein Gott. Sorry fürs Verlesen. Nimm den Aufzug. Mach, was will. Rico. Wenn du sagst, nimm den Aufzug, nehme ich dir das Recht nicht. Werde ich ihn nie nehmen. Dann beende ich das Spiel hier einfach. Weil ich muss den, glaube ich, nehmen. So, ich kann auch die Tür öffnen. Rock Me Curvy finde ich aber auch besser. Okay, ich nehme den Aufzug.
habe Angst vor der Eichemistenbrücke. Geil! Aber ein guter Hinweis mit dem Aufzug, ne? Muss man ja mal sagen. Wäre witzig, wenn jetzt oben ein Boss gewesen wäre. Dafür können wir dann Level steigen, deswegen teleportieren wir uns kurz zurück. Dankeschön, Lanes, für den Resub. Levi, Cosmic, Schwabe und Inot. Inot ist rückwärts Toni. Bist du Toni? Aber wolltest du dich nicht wie im Real Life nennen? Und ich hab's durchschaut. Deine kryptischen Sachen. Ich hab dich durchschaut, Toni. I'll use my power to help you. Das will ich ja wohl meinen. Krass, wir haben ja wirklich gerade einen Shortcut nach dem nächsten freigeschaltet. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Wir haben auf der einen Seite die Tür geöffnet, das ein Shortcut ist. Und direkt durch die nächste Tür ist der Aufzug. Roffelkopter, sage ich da wohl. Machen wir mal die Max-Ladung. Können wir noch einen Aufzug? Und die Vitalität. Ein bisschen mehr Damage müssen wir schon machen, ne? Immer Damage. Warum hat Peter eine Furry-Rüstung? Ich bin ein Hund. Ich bin kein kleiner Junge und auch keine Puppe. Viel Spaß bei diesem genialen Souls-like. Dankeschön, Engelin Ho. Dankeschön, Soulmail Bro und Omikron. Danke euch. Also die Alchemistenbrücke, die sah so aus, als wäre das jetzt übel. Kennst du die alte Zeichentrickserie Dick Figures? Ja. Oh, ich habe vergessen, dass hier jetzt natürlich die Gegner wieder da sind, ne? Jo, Freunde, was geht ab? Oh, ihr habt mich komplett reingelegt. Oh, Respekt an euch. Oh, ihr macht mich platt. Oh, zwei von euch sind der Arsch. Moment, ich geh mal hier kurz rein. Zwei von euch sind ja richtig Arsch. Okay, krass. Ja, nicht so gut. Da war ich vielleicht auch ein bisschen cocky, hab ich so gedacht, ja komm, rennst du mal kurz in die Reihen, ist ja easy snack, gar kein Thema. Wenn die rechts rumgehen, kann ich das vielleicht auch einfach ignorieren, wa? Gott sei Dank kann man hier nicht einfach diesen Loch fallen. Der kleine Raum war nicht unbedingt vorteilhaft. Ja. Gute Analyse an der Stelle, stimme ich zu. Nein, die gehen nach links. Nein, die gehen nach rechts. Keiner nimmt mich wahr. Ich bin sneaky wie Pinocchio. Okay, sie haben mich gesehen. Ah! Okay, wie treiben wir dieses Spiel? Ah, als ob ihr voll. Okay, ich muss erstmal ihn hier stören. Okay. Nein. Also, Perry ist hier. Hier, wie Matthew. Holy shit. Alter, leck mich am Arsch. Ey, das muss ja. Ich kann hier nicht immer. Das geht ja gar nicht. Perry Cox, finde ich auch gut. Jetzt habe ich nur noch so ein Ding. So richtig scheiße. Alle Puppen werden zerstört. Wait, what? Okay, weiß ich fürs nächste Mal Bescheid. Come out, Geppetto! You've got a lot to answer for! Oh. Sofort gibt's die Unterhaltung Hund und Esel. You know what caused the puppet frenzy, don't you? You're their maker, practically their father.
You and the alchemist scheming together. Tell me the truth. What's your problem? I'm here for the old man. Get lost. Bin auch hier für den alten Mann. I know you. Or more like, I know what you are. You're the devil's puppet. You can't sneak past me. Hey! What? Okay, das ist jetzt frech. Okay, das wird übel. Okay. Okay, nein. I'll kill you both, then shoot you up on the bridge. Nein. Esel hat einen großen Himmel. Den Hurenesel. Now I feel bad for my comrade. War überhaupt nicht knapp, Chat. Weißt du, wovon ich rede? War easy snack. War überhaupt nicht geschwitzt. Close. Close. Close, meine Mutter. War fucking close. Es ist mein Hund. Finally, we meet, son. It's a dream come true. Seeing you like this. I understand why some people despise me. I invented the puppets, after all. I should take responsibility as their maker. But in order for me to do that, I need to take care of the puppets at City Hall. Won't you help me, son? Take this. You'll find it most useful. Geil, wir haben jetzt die Maske des Verrückten. Was? Enigma und... Hä? Was ist denn da alles aufgeploppt und instant wieder weg? Weg. Ich muss mir mal kurz was spritzen hier. Okay, Moment, der muss ich mir kurz angucken. Also, was haben wir bekommen? Was haben wir bekommen? Hier, das kennen wir schon, das kennen wir schon, das kennen wir alles schon. Wurfobjekte, scharfes Rohr, das hatten wir uns noch gar nicht angeguckt, aber das kann man auch einfach werfen, cool. Der Esel hat uns kein, das war kein Boss per se, der Esel, Frechheit. Wait, was habe ich mir hier noch nicht angeguckt? Wieso ist das, geh weg mit diesem, das ist neu Ding, was soll das? Das ist dieser Indikator oben rechts, der da sagt, das ist neu. Fuck you. Okay, bleib da. Whatever. So, Enigma-Montage-Werkzeug. Oder Montage-Werkzeug. Ein Werkzeug, mit dem die Klinge und der Griff einer Waffe montiert und zernicht werden können. Ah! Waffenmontage ist bei Stargazern und Eugene möglich. Wenn man es mit einem nichtmenschlichen Feind zu tun hatte, musste man auf den gesunden Menschenverstand verzichten. Die Werkstatt und die Stalker stellen verschiedene Klingen und Griffe zusammen und konzentrieren sich auf die Herstellung der besten Waffe. Okay, cool. Cool. Ach, das kann ich jetzt hier logischerweise nicht, haben wir ja gerade gelernt.
Aha. Cool, 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 cool. Das Lebensamulett. Und wir haben jetzt hier irgendwie neue Sachen bekommen. Jagdbekleidung des verrückten Esels. Der Wahnsinnige, der bereits unheilbar krank war, hatte keine Angst mehr vor den Puppen oder der Versteinerungskrankheit. Er wollte einfach nur die Wahrheit wissen, den Grund für das Blutvergießen seiner Kollegen. Und der Wahnsinnige wollte die Wahrheit herausfinden. Durch seine Sturheit geblendet erkannte er nicht, dass der Tod nahte. Der Tod war ich! Peter. Ich will aber beim Hund, glaube ich, bleiben. Und wir haben ein Sammlerstück. Schlüssel zum Rathaus. Da wollen wir eh hin. Da suchen wir das Baby. Ich denke mal, das Baby ist nicht das, was wir denken. Er öffnet den Eingang zur Alchemistenbrücke auf dem Weg zum Rathaus von Krat. I want to hear all about your experiences. But now isn't a good time. Ich hasse das, wenn die das sagen in Spielen oder Filmen oder so. Könnt ihr das jetzt alles erklären, aber wir haben keine Zeit. Und jetzt erzähle ich dir noch 5 Minuten irrelevanten Scheiß. We'll catch up at Hotel Croc when you're done. I want to hear all about use the stalker's key to open the bridge. We'll catch up. Okay, wenn wir keine Zeit haben, ne? Wenn das jetzt ein schlechter Zeitpunkt ist, dann move your fucking ass. Steh hier nicht rum und guck mich an. Ich könnte jetzt hier 3 Stunden stehen. Und du guckst mir in meine Hundeaugen. Und nichts würde passieren. Kannst du mir das ja auch mal erklären. Den Voice von Margit habe ich nicht erkannt. Bin ich early? Habe ich nicht erkannt. Rathaus von Krat. Nice. So about that weapon assembly tool you were talking about. If you find any more weapons, let's try using them here. Finde ich gut. Kannst Waffen über. Ja. Finde ich gut. Ich möchte gerne. Diesen Kopf möchte ich gerne austauschen gegen die Rapierklinge. Was passiert denn? Ah ne, ich will nicht den Kopf austauschen. Ich will den Griff austauschen. Das will ich. Dadurch verlieren wir den Elektroblitzangriff. Das ist ja blöd. Das ist ja belastend. Wir gewinnen allerdings. Gewinnen wir das? Warte mal. Ich will dich hier. So. Wenn wir jetzt den Griff austauschen. Nee, warte mal. Wenn wir jetzt das Ding austauschen. So. Oh nee, wir kriegen Elektroblitz. Nee, wir kriegen schon Shit. Allerdings ist das Gewicht von 4 auf 10. Und der physische Angriff sinkt vehement. Wir tauschen 59 physischen Schaden gegen 56 Elektroblitzschaden. Wir werden das ausprobieren, aber ich bin kein Fan. Habe ich das gerade nicht gemacht? Ich bin verwirrt. Moment. So, neue Waffenmontage. Wir wollen das Ding oben, das Ding unten. Ah, Waffe montieren. So, montiert. Ausrüsten. Jawohl. Hier sieht's ridiculous aus. Aber hey, mehr nicht. Okay, der Backstab-Angriff funktioniert schon mal gut. Oh oh, da war ja was.
Okay, tatsächlich ist dann ja sozusagen der... Vielleicht finde ich es doch nicht so scheiße. Ja, also das Moveset bleibt durch den Griff gleich. Die Reichweite ist natürlich deutlich geringer, weil der Griff deutlich kürzer ist. Ja, da kannst du vielleicht dein einziges Mal die Puppenstoß probieren. Ah, das, ich habe die schon ein paar Mal ausprobiert, ja. Das ist hier für eine Frechheit. Wer bist denn du da oben? Kommst du? Komm mal her, du. Hier, extra. Ach, echt. Ist nicht scheiße. Also ich finde die Waffe eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ich bin nur zu scheiße, die hier zu parieren. Weißt du, von dem verrückten Kackesel pariere ich einfach alles. Also alles nicht, aber... Und hier bin ich einfach ein Kack... Wieso hatte ich 4 von den Dingern? Ich habe jetzt immer 4. Geppetto, die geile Bumsbiene, hat mir nochmal eine geile Flasche gegeben, oder was? Geppetto, I love you. Papi. Was ist das denn hier eigentlich? Sind wir jetzt hier bei Last of Us? Du bist kein Gegner. Ist das hier diese Versteinerungskrankheit? Hier bin ich wieder auf der falschen Seite der Geschichte. Oder auch nicht. Lol, dafür habe ich jetzt eine Abkürzung erhalten? Ist ja insane. Na komm, dann können wir leveln. Was auch wichtig ist, wie viel Prozent Schaden man blocken kann, wenn man zum Beispiel das Parieren vermasselt. Der Rapier blockt sehr wenig. You indeed. It. Oh Gott. Okay, es riecht so, als würde da vielleicht ein Bossy-Boss kommen. Hm? Dann machen wir uns nochmal ein Levelchen. Und dann gucken wir den auch nochmal an. Hello. I'll use my power to... Vitalität gönnen wir uns. Oder? Ne, Ausdauer. Oder? Ne, Vitalität. Leben. Leben ist Leben. Kinder, pass auf, manche Klingen spezialisieren sich auf Hieb- oder Stichangriffe, das beeinflusst den Damage. Also wir haben jetzt auf jeden Fall eine Hiebwaffe auf einen Stichgriff gesetzt. Aber der Damage war jetzt nicht scheiße. Seht ihr mich? Ach, dass ihr da so... eigentlich einmal parieren sozusagen und die aus dem Konzept bringen. So, was kommt denn jetzt hier? Das war ja schon mal kein guter Start. Okay, kommt gar kein Boss. Ah. Oh, hello there. I know you. Oh ne, sie sind ein bisschen kopfloser als den letzten, den ich kannte. Nicht in diese Ecke gedrängt zu werden, bin ich ehrlich. Arschloch. Na, du kommst zumindest nicht wieder. Oh no.
survivors here. Es ist die Puppe! Oh nein, aus der Baby ist eine Puppe geworden? Oh Gott, das habe ich jetzt gar nicht. Ja, manchmal kann ich hier nicht mal 1 plus 1 rechnen, ne? Oh, das ist ja schon. Ich dachte gerade, oh, wie süß, eine Babypuppe. Und dann so, vielleicht doch nicht so süß, ne? Eine zerbrochene, oh Gott, von Wunden übersäte Puppe. Sie wurde im Garten des Rathauses zurückgelassen. Ein Luxusgegenstand, mit dem das Kind einer reichen Familie einst spielte. Es ist nicht bekannt, wo der Besitzer der Puppe ist. Hm. Vielleicht war das doch kein Baby. War das ein Baby? Oder war es kein Baby? Aber ich weiß es nicht. Ich bring's gleich der Frau zurück. Gucken wir einmal kurz hier auf der anderen Seite. Hier scheint aber kein Gegner zu sein. Eine Krähe. Die Ambition von Mr. Venichny, einer lebendigen Polizeimaskottchen Puppe für das Rathaus anzufertigen, scheiterte. Naja, so halb, ne? Ich habe sie schon gesehen und platt gemacht. Sein Wunsch, einen vertrauenswürdigen Freund für die Bürger und einen starken Polizisten zu erschaffen, der Kriminelle überwältigt, ging zwar in die richtige Richtung, erwies sich aber als übertrieben. Der überladene Akku der neuen Polizistenpuppe überschritt seine Kapazität, was Kettenexplosionen, Fehlfunktionen und schwere Körperverletzungen zur Folge hatte. Der Stadtrat schlug vor, die Puppe mit der Begründung zu entsorgen, dass ihr Aussehen die Besucher einschüchtert. Aber Herr Venichny oder Venini oder so und die Steuerzahler protestierten und verhinderten den Plan des Stadtrats. Bis heute liegt die Puppe verlassen hinter dem Rathaus, während der Rechtsstreit noch offen ist. Ja, das Interessante hierbei ist, dass die Puppe selbst dann, wenn sie unbeaufsichtigt ist, einige ihrer Maskottchenrollen ausführt. Sie ist besonders bei Kindern beliebt und scheint sogar auf das Spielen der Kinder zu reagieren. Es führte jedoch dazu, dass mehr Kinder aus den Slums ins Rathaus kamen, was den Besuchern Unannehmlichkeiten bereitete. Immer diese ekligen Kinder. Der Stadtrat erwägt, die Puppe nur noch gelegentlich einzusetzen, um den Zugang zu beschränken. Oh, was ist das denn hier? Willst du mit mir befreundet sein? Alle sind weg, ich bin ganz allein. Will you be my friend? Moment, aber das ist ja nur will you be my friend. Wo kommt denn das andere her? Okay, lass mich mal kurz nachdenken. Wie ich nochmal zu der Frau komme. Die war unten am Boden, ne? Scheiße, da muss ich nochmal diese ganzen Wichser killen. Das ist ja blöd. Das ist der beste Weg. Der Weg ist bestimmt nicht der beste Weg. Es gibt ein neues Spiel auf dem Markt, das heißt Beer Factory. Ist das mittlerweile draußen? Ah da! LOL! Die Puppe wird angezeigt! Insane! Das ist gut. Das ist so eine Kleinigkeit. Die unterstütze ich. FromSoft could never. Nee, aber wirklich nicht. Legit nicht. Das könnte FromSoftware wirklich niemals. Dabei ist das so eine gute Idee. Oh, du Arschkeks. Wieso bin ich so scheiße hier? Ich will doch nur die Puppe zurückbringen, ja, Wichser. Ich habe jetzt 4 von diesen Dingern. Jetzt kann mir ja nichts mehr passieren. Guckt weg, Chat. Ich streng mich nicht ordentlich an. Miau. Hab ich die Katze gehört? Miau. Wir haben nichts gesehen, Peter. Sehr gut. Danke fürs auf mich hören. So, ich hab Püppchen da. You found her, kind one. Nein, nein. Finger weg. I could sense her from miles away. Oh, my sweet Elena. Please let me hold her. Ja, hier für dich. Ich brauche diese komische Puppe nicht. There, my baby. Ach, das meinte die tatsächlich, ja? I missed you so much. What do you think?
Und dann muss ich jetzt wieder lügen. Sie ist ein süßes Menschenbaby. Immer lügen. That's right. Kind one. You granted me my only wish. My sweet Elena. We're going to be happy now. Thank you so much, kind one. Please accept my heartfelt gratitude. Ja, gib mal geilen Scheiß jetzt. Deine Federn regnen? Da passiert immer zu viel. Schallplatten, die du während des Spiels erhältst, können mit dem Grammophon im Hotel abgespielt werden. Du kannst die Musik auf den Schallplatten anhören, um Menschlichkeit zu erhalten. Eine Schallplatte, die in Krat entdeckt werden kann. Sie kann mit dem Grammophon im Hotel benutzt werden. Schließ deine Augen, tanz mit mir durch die Nacht, alles wird sich besser anfühlen. Aber ich habe doch noch was Zweites gerade gekriegt. Was war denn das Zweite, was ich gekriegt habe? Das können wir gleich gucken. Ich will diese Mucke jetzt natürlich auf jeden Fall hören. Auf ins Hotel. Wir gönnen uns jetzt Mucke. Ich hoffe, das ist keine GEMA-Mucke, aber wahrscheinlich nicht. Wäre geil, wenn jetzt Taylor Swift kommen würde. Alter, ich hätte gestern zu einem Song von Taylor Swift fast geheult, weil der so effektiv eingesetzt wurde in einer Folge von The Bear. Ah, ein Ergo-Fragment, was viel Ergo gibt. Dankeschön. Ich dachte auch irgendwie ein Ring, aber das kann ja nicht. Okay, was ist das mit dieser Menschlichkeit? Schallplatten im Besitz anzeigen. Viel. Close your eyes, come to me, feel alright, just dance with me all through the night, turn it off. Läuft das jetzt die ganze Zeit, egal was ich mache? What's that? I feel good, cause I just don't feel like auch wirklich durchgehen. Nein, ich muss im Hotel bleiben, aber jetzt lese ich das. Sorry. Ich will ja auch Menschlichkeit bekommen. Ich habe das noch nicht verstanden. So, jetzt, ne? Wie gesagt. Ja, die hat auch ein Auge geschlossen. People have no idea, so many thanks for keeping me company. Turn it close to you. I feel good. Cause I just don't feel like a room. Give it to me, baby. Oh.
War da der Briefträger? Schönes Bild von Früchten, Gemüse und Getränken. Ich finde, das ist ein gutes Ende für diesen Stream. Ich muss sagen, das hat Spaß gemacht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich das weiterspiele im Stream. Weiß man noch nicht wann. Aber ich kann euch das Versprechen abgeben. Ich werde es nicht jetzt ohne Stream weiterspielen. Die nächste Woche ist sehr voll, hatte ich schon angedeutet. Es kann sein, dass der nächste ein bisschen dauern wird. Ich könnte auch gut sein, dass ich morgen Prince of Persia so geil finde, dass ich das eigentlich auch weiterspielen will. Mal gucken. Ich habe gerade irgendwie so Metal Gear Solid 3 Vibes. Also vielleicht müsst ihr da ein bisschen Geduld mitbringen. Dass es erst übernächste Woche was wird. Aber ich hatte heute auch echt Spaß. Dankeschön noch an Görkeli Dörkeli. Besser Wessel. Ananaskoma. FC Spartacus. X Ucken X Lea. Seto Kaiba. The Fable. Kuba Forever. Arius. Fax Xo. Rimesu. Bob. The Ape. C2Bex. Knight Rider. Reddick. Krieger. Und alle anderen, die heute gesubbt haben. Dankeschön auch an die Mods. An alle, die zugeschaut haben. Auf Twitch. Oder auf YouTube. Es war ein schöner Abend, den ich mit euch verbracht habe. Ich nehme mal stark davon an, dass mindestens einer von Pete's Meat, vielleicht sogar zwei, gerade Tarkov spielen. Aber das selber nicht streamen, sondern lieber den Feierabend genießen. Aber dafür streamt das jemand anders, der wahrscheinlich mit denen spielt. Ich tippe es nur, ich weiß es nicht. Das ist Reis mit Mais, der auch beim nächsten Tag auf Turnier dabei sein wird. Macht euch noch einen schönen Abend, stellt liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. I just don't feel like a real